Hallo mit O, liebe Nördlinge. Die Panini-Vorschau ist nach ein paar kleinen Umständlichkeiten doch endlich online zu finden. Und deswegen gucken wir sie uns jetzt mal gemeinsam an. Ich bin tatsächlich sogar schon gefragt worden, ob ich ein Video dazu mache. Wobei ich mir ja noch nicht sicher war, da ich ja, ne, ihr wisst ja, Pause und so. Aber da die jetzt da ist und man sich die ja dann auch anschauen möchte, habe ich mir gedacht, mache ich doch ein Video dazu und habe mir Verstärkung dazu geholt, nämlich den lieben Nico. Hallo Nico, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich natürlich, Teil deiner Pause zu sein. Ja, meiner Pause, ja. Ja, es ist, mal gucken, wie es weitergeht mit der Pause. Es ist ja, der Splitter-Katalog ist ja auch noch raus und muss ich mal gucken, ob ich den auch nochmal irgendwie mache. Mal sehen. Aber nun ja, es gibt viel zu tun. Ja, die Panini-Vorschau 115 haben wir. Die ist für Oktober, November und Dezember 2024, also das letzte Quartal. Wir sehen schon vorne den Joker drauf. Nico, hast du schon reingeschaut in die Panini-Vorschau? Ich habe schon reingeschaut in die Panini-Vorschau. Die ist im Print schon vor einer Woche bei mir gelandet. Dementsprechend konnte ich ein bisschen reinlesen. Also ich bin vorbereitet. Da, ich habe das tatsächlich auch gesehen, dass da einige Leute, die schon gepostet hatten bei Instagram. Und da war ich nämlich am Samstag auch bei mir im Comic-Shop und die hatten den aber noch nicht. Irgendwie scheint da die aktuelle Panini-Lieferung noch nicht da gewesen zu sein. Weiß nicht, woran es liegt, aber andere Comic-Läden haben das Problem wohl auch gehabt. Aber jetzt inzwischen ist sie ja da und gestern wurde sie ja schon angekündigt, dass sie jetzt online ist und dann war sie aber nicht auf der Seite. Ich habe sie bis heute Mittag irgendwann noch nicht gefunden und da habe ich mit einem ganz jungfräulichen Browser, der noch nie auf der Panini-Seite war, habe ich da geschaut, ob es dann irgendwie am Cache liegt, weil das schrieb Panini nämlich, ne? Auf Instagram. Und nein, die war dann immer noch nicht, aber jetzt, als ich vorhin zu Hause war und hier vorbereitet habe, war sie dann endlich online. Aber Panini hatte zumindest auf Instagram den Link dann in der Bio gehabt, direkt Facebook zur Vorschau. Ja, Facebook habe ich nicht. Deshalb gucke ich da nicht rein. Dann weiß ich da nicht. Ja, aber jetzt ist sie da und wir sehen den Joker. Joker und Harley gibt es auch nochmal. Die neuen Comics der Filmikonen. Und Batman First Night. Neuer Black Label Titel Justice League versus Godzilla versus Kong. Ja, abgefahrenes Crossover der Spitzenklasse. Ja, Marvel hat keine Werbung auf dem Cover notwendig, ne? Nicht ein Satz dazu. Wenn Marvel nichts Interessantes bringt, was will man machen, ne? So, was ist hier? Kreativ Wien. Messe CreateCon. Da haben wir nichts mit am Hut. Nope. So, Tipps vom Lesestapel haben wir da. Die nächste Vorschau für Januar bis März, die kommt am 6.12., also auf Nikolaus. Könnt ihr euch schon mal merken. Was ist denn das für ein Tag? Also, ist ja ziemlich ungewöhnlich gewesen, dass die Panini-Vorschau diesmal am Dienstag irgendwie kam. Ne? Die ist ja normalerweise, ist die ja immer so freitags rausgekommen. Und der 6. Dezember ist wieder ein Freitag. Das passt dann, okay. Haben sie es wohl anders gemacht diesmal. Oder waren einfach schneller dran. Oder langsamer. Ja. Oder langsamer. Aber ich meine, war ja auch so angekündigt, ja, ne, in der letzten Panini-Vorschau. Also für die Leute, die immer sich fragen, wann kommt die, das steht in der aktuellen Panini-Vorschau immer drin, wann die nächste kommt vorne. So, Joker the World. Mit Thorsten Sträter und Ingo Römling, die den deutschen Beitrag machen. Was sagst du dazu? Ich meine, der deutsche Beitrag in dem Fall, ist der nicht sogar exklusiv bei Panini? Hieß es das nicht mal? Eigentlich ist der ja normal dann immer in den Bänden, die wird ja weltweit veröffentlicht, da sollte doch eigentlich überall die gleiche Geschichte drin sein, oder? Es könnte sein, dass die das irgendwann mal früher so angekündigt hatten. Auf jeden Fall, ich werde mir den nicht zulegen. Ich habe auch Batman the World nicht gekauft. Dann Joker-Kurzgeschichten der verschiedenen Kreativteams ziehen mich dann jetzt auch nicht so. Okay. Ja, Batman the World habe ich tatsächlich und ich werde mal gucken, den werde ich mir wahrscheinlich auch holen. Obwohl ich noch nicht so, also wobei der erste, dieser Batman the World, war jetzt letztendlich nicht so gut. Ne, habe ich mir eigentlich eher geholt, weil halt der deutsche Beitrag von
Benjamin von Eckertsberg und Thomas von Kummernd waren, die ja auch Gung Ho gemacht haben. Mit denen hatte ich ja vorher auch Interview und alles und es war dann halt auch im Rahmen der Promo, deswegen fand ich das schon interessant. Aber so insgesamt richtig umgehauen hat es mich nicht. Aber für Thorsten Sträter und Ingo Röhmling werde ich mir das dennoch gönnen. Ich glaube zwar nicht, Ja. dass Thorsten Sträter das hier sieht, aber bitte, bitte kommt zu I am Nerd, zu She-Nerd. Man Mal. weiß ganz genau, worauf man sich einlässt mit so einem Band. Du bekommst wahrscheinlich in dem Fall 13 Kurzgeschichten, die tun keinem weh, die machen stellenweise vielleicht ein bisschen Eben. experimentelles Zeug, aber letzten Endes sind die dann auf dem Band beschränkt und kannst ihn halt so Eben. wegsnacken. Naja, der kommt ja gleich nochmal wahrscheinlich, weil hier steht jetzt nur die Hardcover-Version. Für 29 Euro. Die gibt es ja normalerweise auch im Softcover. So, gucken wir mal weiter. Da geht's dann los mit The Batman. Yes. Die laufende Reihe Hefte Detective Comics erstmal 86, 87 und 88. Die kommen 29. Oktober, 26. November und 17. Dezember. Jo. Gute Kreative sind dran. Jason Sean Alexander von Philadelphia bekannt. Mike Perkins, toller Zeichner. Riccardo Federici, mega. Rambi, auch ein guter Autor, solide. Ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Ich stecke immer noch in Night Terrors gerade. Da habe ich noch nicht weitergelesen. Von daher warte mal, Night Terrors, ist das schon Ramvi? Oder ist das noch Zdarsky? Naja, es sind ja zwei unterschiedliche Serien, ne? Achso. Zdarsky macht ja die Ach Hauptreihe Batman. ja, genau, stimmt, der macht ja Batman. Ja. Da, der ist ja da noch dran. Da ist So, da er. sind wir nämlich dann da. Genau. So, der holt sich den Batman von 2NA wieder ran. Der ist ja schon aufgetaucht bei Failsafe. Ja, aber ganz geil, ne? Hier mit den ganzen verschiedenen Batman-Versionen. Das ist auch der 66er, da hast du Adventures, alles ein bisschen verschieden auf so ein A getrimmt. Hinten Ja. Dark Knight Returns. Hier vorne ist der Michael Keaton Batman. Mike Mignola da mittig drin. Animated. Oder ist das Eduardo Risso? Kann auch sein. Weiß nicht. Nee, weiß ich, nee, keine Ahnung. An wen der anlehnen soll. Ach, guck mal, hier mit Dustin Nguyen und Jorge Corona. Ja, mal gucken. Na, ich meine, die habe ich im Abo. Das sind jetzt auch die Sachen, die ich im Abo behalten werde weiterhin. So, dann haben wir hier Batman 92. Achso, hier ist, das ist nochmal extra. Start der Wahnsinnsstory der Joker das erste Jahr. Okay. Soll wohl Wir auch werden sehen. wahnsinnig schlecht sein. Ich kann es dir ja noch nicht sagen, ist ja auf Deutsch noch nicht raus. Ich kann es ja auch nicht sagen, ich habe es nicht gelesen. Nur die US-Reviews gesehen. Ja. Ja, wir werden sehen. Also, wie gesagt, ist im Abo. Kommt am achso, 3.12. und die beiden anderen am 8.10. und 5.11. Ja. Wer Batman sammelt, der muss das halt sowieso mitnehmen, egal wie gut oder schlecht das ist, ne? Ja, eben. Aber guck mal, immerhin hier mit Andrea Sorrentino. Ja, das sind diese Hefte, Das. die bei ihm zu einer Kontroverse geführt haben, wie viel AI er benutzt und, ne? Oh, okay. Dann bin ich mal gespannt. Da habe ich auch tatsächlich nichts von gehört, aber mag jetzt an. Aus Gründen quasi. So, Harley Quinn Band 2. Da bin ich ja nicht eingestiegen. Weil ich meine, wenn ich mir das jetzt hier angucke, dann ist das, glaube ich, auch ganz gut, dass ich nicht Ja, eingestiegen bin. ja, ja. Also, das sind jetzt die Ausläufer-Stories von Teenie Howard und Sweeney Boo als Zeichnerin. Das ist halt genau das Coverzeugs. Ist halt sehr gewöhnungsbedürftig, quietschig, bunt, alles sehr blass. Oh, nicht so schön. Ja, ist also, weiß ich nicht. Ist ein ähnliches Thema wie mit Riley Rossmo irgendwie, ne? Also Ja, ist vergleichbar. nicht so gut. So, dann haben wir Catwoman 2. So, Harley Quinn kommt natürlich am 19.11. sind 212 Seiten, also schon relativ dick. 25 Euro das Ganze. Dann hätten wir 252 Seiten Catwoman 2 für 29 Euro am 17.12., wo ich auch nicht drin bin. Stefan, was denkst du?
Panini hat es jetzt so gelöst, Dawn of DC ging los, sie haben überall eine neue Nummer 1 gestartet. Ein Tag später kam aus den Staaten, Dawn DC wird eingestampft. Was machen die jetzt, wenn DC All-In startet? Das ist ja auch schon in einem Monat. Setzen die wieder alles zurück auf eine 1 im Deutschen? Was vermutest du? Oder ziehen die das dann durch mit den ganz kreativ dem Wechsel? Ja, ich glaube, dann, also ich meine, da wird es ja dann vielleicht Sinn machen, auch überall eine neue Nummer einzusetzen, Jetzt wenn ja. das Kreativteam dann halt auch wechselt. Zu Dawn of DC hat es keinen Sinn gemacht, ne, weil ja Nightwing lief weiter, ne, Ja. und an die anderen Reihen, da hat ja nicht mal das Kreativteam gewechselt, ne? Von daher machte das aus meinen Augen eh keinen Sinn, das dann da zu machen mit einer neuen Nummer 1, aber ja, da werden sie es dann machen. Ich weiß nur nicht, wann die dann hier damit starten. Wird ja dann auch irgendwann im nächsten Jahr vermutlich sein. Ja, so in 6 Monaten ungefähr. Ja. Ne, also werden wir sehen. Ja. Ja. Poison Ivy, bist du da dran? Also Ja, auf jeden ich glaube, Fall. das war ja schon dein Ding auch, ne? Ja, total. Total geiles Artwork. Ich mag den Ansatz. Ich habe mich total gefreut, dass aus der erst ja Miniserie dann ongoing wurde. Jetzt mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Faninteresse abgenommen hat an der Reihe. Aber gut, wir haben jetzt auch schon Mitte 20 Ausgaben, ne? Also da sind wir schon Ja. weit fortgeschritten. Wer weiß, wie lange sie noch macht. Aber doch, ich bin damit sehr zufrieden, besonders weil sie es halt durchgängig machen, ne? Mal ein Zeichnerwechsel, aber sonst ist es sehr stimmig. Ja, hier ist ja schon 19 bis 24. Also das ist ja schon dann einiges. Ja. Ja, 156 Seiten, 19 Euro. Und Also nicht ganz so dick wie die anderen beiden. da dann halt perspektivisch auch das Schöne, G. Willow Wills bleibt halt dran, Masio Takara bleibt dran, obwohl sie halt alles umwerfen bei DC. Von daher Ja. weiß man, was man bekommt. Okay, schauen wir mal. Ist das All-In? Ist das quasi dann wieder eine neue Ära? Oder ist das was, Ja. weil du hattest doch, glaube ich, erzählt, dass das sowas wie das Ja, Ultimate-Universum die irgendwie ist, ne? splitten auf. Also die haben einmal Ja. das Absolute Universe und der Rest läuft dann als normales DC-Universum weiter. Aber da werden Achso. dann ganz viele Kreativteams gewechselt, dass sie Okay. beide Seiten qualitativ irgendwie ein bisschen wieder aufstocken. Ja. Ja, wir werden sehen, ne, wie sie das machen. Also wahrscheinlich bei Batman wird bestimmt die Heftreihe weiterlaufen, aber die Paperbacks kriegen dann wieder eine neue Nummer 1 Das kann irgendwie. Das ist sein, irgendwie, weil ist ja jetzt auch so gewesen, ne? ja. Also die Heftreihe, die läuft ja seit Rebirth. Das wäre auch schade, wenn sie die hohe Nummer dann kippen. Ja, aber das eine mit einer neuen Nummer 1 starten, die Paperbacks Nee, das ist irgendwie Quatsch. über die Heftreihe weiterlaufen lassen, ist da Blödsinn. Das Nee, ist Quatsch, ja. das macht ja keinen Sinn. So, Nightwing 2, Tom Taylor. Da geht's weiter. Den ersten habe ich noch nicht gelesen. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob ich. Ich glaube, ich habe den sechsten von dem vorherigen Run auch noch nicht gelesen. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, müsste ich dann in meinen Leseberg gucken. Kommt auch nur noch ein Band danach von Tom Taylor. Ja, und dann jemand anders? Yes. Okay. Dann, naja, guck mal, da hätten sie da dann eine neue Nummer 1 machen können. Ja, aber man weiß es ja nie so, ne? Ja, auf jeden Fall eine gute Reihe gewesen. Bisher. Pinguin habe ich nicht gelesen, sind aber auch nur zwei. Tom King. Die hast du verfolgt, oder? Ja, ein bisschen ärgerlich, weil die letzte Ausgabe, die sollte eigentlich schon vor ein, zwei Monaten erscheinen, die wurde jetzt auf September verschoben. Ich hoffe mal nicht, dass das für den deutschen Band jetzt einen Unterschied macht. Das ist halt nur ein Heft. Aber Aber September ist ja schon. ja, klar, aber der Rest wird ja schon fertig sein. Guck, wie schnell die da sind. Nee, aber es ist halt Tom King, ne, der sich wieder einem Charakter widmet. Auch das, also im Gesamtbild, super stimmig. Der weiß schon, wie man aus Figuren was rauskitzelt. Ja, also mich sprechen halt diese Schurken-Einzeltitel nicht so an. Ja, das, also. Ich hole ja schon viel, aber das ist dann was, wo ich dann sogar vorher schon Abstriche gemacht habe, wo ich dann halt auch mir gedacht habe, man kann nicht alles kaufen. Ich Ne? kann das auch Und es sogar ist verstehen halt auch so nicht so mittlerweile. interessant. Ja. Früher dachte ich immer, es ist das Geilste auf der Welt, wenn uns sowas zu Schurken präsentiert wird. Aber im Endeffekt sind die meisten Geschichten halt wirklich nicht so geil dann. So, Superman 3.
Da habe ich jetzt auch gelesen, oder es wurde in der bei We Are Comic, der Comic-Community auf Discord, wurde darüber diskutiert, dass da ja auch irgendwie ziemlich durcheinander was läuft, ne? Weil da Superman und Action-Comics irgendwie drin sind. Weil jetzt der dritte Band ist jetzt mit Action-Comics wohl. Ich weiß jetzt gerade nicht, was im zweiten Band drin war, ob Superman. Ob die Superman. Reihen dann zusammenpassen oder ob das dann so ein bisschen durcheinander auch rüberkommt oder ob Also das sehr abgeschlossen ist, weißt dem Cover nach zu urteilen, ist das hier der Dawn of DC Start für Action Comics. du? Heißt, ich denke, man wird danach auch noch Superman 4 mit Action Comics belegen. Und dann steuern wir auch schon so langsam auf das Superman-Event zu, was dann die Reihen auch vereint. Ja, ach so. Weil ich meine, sonst wäre das jetzt ein bisschen, hätte das für mich noch ein bisschen mehr den Untergang von Superman irgendwie angekündigt, ne? Weil wir sind von Heftreihen weg, ne, zu jetzt nur noch irgendwie Paperbacks, ne? Ja. Das ist ja tatsächlich nicht mehr viel. Und wenn jetzt nur noch eine Paperback-Reihe rauskommen würde, von waren ja jetzt auch immer zwei bisher, Ja. das wäre ja schon ein bisschen schade. Ja, ich glaube Weil ich. allgemein, DC hat sich so ein bisschen verpokert und hat aufs falsche Pferd gesetzt, weil die wollten Superman ja richtig groß machen. Die hatten ja nicht nur die beiden Reihen neu gestartet, sondern dazu auch Power Girl, Steelworks und Superboy. Und das ist jetzt alles ziemlich abgeebbt, aber halt auch im Hinblick auf DC All-In und das Absolute Universe. Ja, mal schauen, wie das wird. Ja. Ja, also das Batman-Logo ist auf jeden Fall nicht so der Knaller. Ja, das ist wild, Wie wir ne? es ja gerade, das Ja. ist so, Ist war halt ein ganz Block. verrückt. Ja. Ein Block mit ein paar Spitzen. Ja. Vielleicht noch hier zu sagen, Philip Kennedy Johnson schreibt die Geschichte, also da ist schon Qualität hinter. Auch hier geile Zeichnung. Rafa Sandoval macht es richtig gut. Das ist schon cool. Ja, mal gucken. Ich muss den ersten auch noch lesen. Der zweite wäre, glaube ich, in der aktuellen Lieferung drin gewesen, die Samstag noch nicht bei meinem Comic-Händler war. Das heißt, den werde ich wahrscheinlich diese Woche irgendwann mal abholen können. Ja, Titans Beast World 2. Da verstehe ich tatsächlich auch nicht, warum sie das nicht ausgekoppelt haben. Das hätte ich normalerweise so von Panini erwartet. Das machen sie ja gerne. Haben sie jetzt hier in dem Fall nicht gemacht. Deswegen, das war am Anfang so ein bisschen verwirrend, weil du hast Titans 1 gehabt und dann irgendwie Titans Beast World 1 und das habe ich erst nicht so geblickt, aber ja, mal gucken, wie die so sind. Da habe ich den. Ich weiß nicht, ob der erste jetzt auch rauskommt oder ob der schon raus ist. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, auf jeden Fall mal schauen. Ich meine, die Autoren da dran sind auch okay. Soll ein spaßiges, gutes Event sein. Da kann man wohl nicht meckern. Und Titans ist ja durchaus auch nicht verkehrt. Weil der Tod eines Titans, da bin ich Oh aber Gott. gespannt, wer da drauf geht. Habe ich schon wieder vergessen. Nicht spoilern. Nee, kann ich gar nicht mehr, selbst wenn ich es wollte. Irgendwer Unwichtiges wahrscheinlich. Oder wer total Wichtiges, der. Nightwing. Wahrscheinlich. Flash. Wally geht drauf wieder. Ja, ist er ja sowieso jemand, der dann irgendwann wiederkommt. Ja. So, dann hätten wir Green Lantern 2. Habe ich tatsächlich den ersten auch noch nicht gelesen. Jeremy Adams fand ich bei Flash ganz gut. Von daher denke ich mal, wird man das auch lesen können. Und auch hier wird jemand sterben, steht hier. One will die. Na, Ne, da weiß ich sogar. und hier auch wieder. Hal Jordan gegen das Korps? So Hä? mit Fragezeichen und Ausrufezeichen, so völlig überraschend. Was? Nicht so, dass es nicht schon mindestens fünf Storylines gegeben hat, wo er gegen das Korps irgendwie, oder meistens dann irgendwie so als Opferlamm, ne, sich dann zum Outsider irgendwie gemacht hat, So, ne? das gesamte Korb abgemetzelt, Ja, alles vergessen. sich dafür geopfert. Ganz überraschend jetzt. Aber gut, Green Lantern gehört halt in die Sammlung, genauso wie Flash irgendwie. Also die schreiben jetzt wieder Simon Spurrier
Hier im Text ist es Cy Spurrier. Das weiß man auch nie so genau, wie er sich gerade nennt, ne? Also das ist ja auch, die tauchen abwechselnd auf den Namen. Ja. Aber schlimm ist das nicht. Jo, Flash. Da habe ich den ersten auch noch nicht gelesen. Ich weiß gerade, ich müsste mich mal umdrehen dafür. Diese völlig abgedrehte Cosmic Stuff. Ne, Flash kommt noch. Ich bin, wie gesagt, ich bin bei Night Terrors noch. Von daher, da muss ich jetzt mal Hast du das weiterlesen. Aber schon ich lese. angelesen oder bist du schon voll blank? Ich habe schon den ersten Paperback dazu gelesen, Hm. wo hier die Green Lantern-Geschichte auch mit drin war. Scheiße, Gott. Ja, und hab dann aber durch Leseflaute die letzten Wochen und Monate fast schon da nicht so viel gelesen. Jetzt lese ich aber gerade wieder so ein bisschen. Bin aber am 2008er Hulk drin. Mit Das ist geil. dem roten Hulk. Die hätte ich auch noch gern, die Reihe. Ja, wolltest du die haben hinterher, Nee, wenn ich ich hätte fertig schon bin? gern die englischen dann. Ach, komm, das kannst du dir übersetzen mit KI. Ja, genau. Naja, nee, also die hatte ich ja irgendwann komplett gekriegt, den Rest. Weil sie den zufällig bei mir im Comicladen hatten, angekauft, die letzten Bände, die mir da noch fehlten. Dann hatte ich bis 5 oder 6 hatte ich die. Und bis auf 14 und 18 oder so, oder 14 und 17 waren die komplett. Und die hatte ich dann aber zum Glück dann noch bei eBay gefunden für einen vernünftigen Preis. Ja, und deswegen lese ich die jetzt gerade mal. Weil da habe ich schon so lange drauf gewartet, weiterlesen zu können. Die sind ja leider in beiden Sprachen sehr teuer, die Ausgaben. Ja, ging. Hab sie dadurch jetzt recht günstig geschossen. Green Arrow lese ich nicht. Aber ist jetzt Joshua Williamson dran, Ja. der ja eigentlich auch immer gut abliefert. Ist auch nicht unwichtig für die kommenden Events. Man sieht ja schon Amanda Waller, die auch überall mit drin ist. Ist nicht so schlimm. Also ja, Green Arrow habe ich halt noch nie verfolgt. Ich habe die Serie habe ich gesehen, aber so der kickt mich ungefähr genauso gut wie Hawkeye, ne? Also ist irgendwie nicht so mein Ding. So, und hier sehen wir die Variants zu Justice League versus Godzilla versus Kong. Da habe ich also ich Kann sein, dass wir mal einen DC Connect gemacht haben, wo das schon angekündigt war. Glaub Oder ja. vielleicht habe ich es bei dir auch nur gesehen, aber hast du dir die geholt? Nein. Ich glaube, wir hatten über diese Gimmick-Cover gesprochen, die man aufklappt, wo dann Geräusche rauskommen. Ah, Die habe ich. stimmt, ja, genau. Da haben wir drüber gesprochen, ja. Ja, aber nein, ich habe Das sonst nichts davon. war aber wahrscheinlich nur die Eins dann, Ja, ne? In genau. verschiedenen Variants, ja. Genau. Ja, genau. Ja, und ach, guck mal, hier extra für Ultra Comics. Sammlerecke hat eins. Comicland. Deep Red Movie Shop. Deep Red Movie Shop. Nicht mal eine eigene Domain, ey. Jimdo Free, Alter. Bluebox.de kenne ich gar nicht. Und Nee, die haben immer xcomics.de. Nee, eigene Cover. Bluebox kenne ich nicht. Die gehen auf Ja, sowas komm. richtig steil. Comic-Zentrum ist diesmal nicht dabei. Die haben auch noch ein. Die haben früher mal so ein paar gehabt, aber ist wohl nicht mehr so finanziell drin. Oder will nicht mehr gemacht werden, keine Ahnung. Musst ja irgendwie immer so eine Mindestmenge abnehmen. Sind ganz günstig. Lohnt sich wahrscheinlich Ja, auch die einfach musst du halt nicht, ne? loswerden. Comicland, ja, gut, ne? So viel Variantensammler gibt es halt nicht in Deutschland. Ne, finde ich auch ätzend. So, kommen wir mal zu den normalen. Wie viele Ausgaben sind denn das überhaupt? Ach so, das ist ein Paperback. Ja. 7 Ausgaben. Ja. Anders. Mein Gott. So, 268 Seiten für 30 Euro am 8.10. Und den werde ich tatsächlich auch auslassen.
Gut so, Das ja. scheint mir absolut keinen Sinn zu machen. Das ist nicht mal so ein Kandidat, wo ich sage, komm, vielleicht mal Nachkauf vergünstigt oder so. Nicht mal das. Nee, weiß ich, nee. Nee. Nee, wirklich nicht, Tatsächlich ne? überhaupt nicht. Irgendwie Dinge, die die reizt Welt mich so nicht gar nicht. braucht. Reizt mich so gar Nee. nicht. Batman Dylan Dog reizt mich tatsächlich auch nicht. Schon sehr, sehr geiles Artwork, aber ich war hier schockiert, als ich gesehen habe, dass das anscheinend nur als HC rauskommt für, was ist das, 39 Euro? 39 €, ja. Ich meine, die Seiten, das sind ja nicht wenig, ne? Aber 220 Seiten du im hast halt. Hardcover und großes Format Ja, auch. Also aber 21 mal 32, ne? Also das ist ja halt. wenn ich mir überlege, die Ausgaben im US, das sind auch 3 Stück. Die Seitenanzahl kosten halt 5 € pro Heft. Ne? Also die sind sehr günstig für US-Hefte, dann ist das schon ein Riesensprung jetzt zu der Ausgabe. Ja gut, ich meine bei drei Heften, ne, ist schon ist ja fast das Dreifache. Aber soweit ich weiß, waren das im US auch nur Reprints, weil das schon vorher in Italien einmal erschienen ist. Okay. Aber trotzdem, Ja. also ich finde es schade, dass es hier keine Softcover-Version gibt. Ja. Aber ist wahrscheinlich einfach dem großen Format dann auch geschuldet. Ne? Vielleicht bringen Aber sie es es ja ist ja normal irgendwann kein mal. großes Format. Es ist ja ganz normales Heftformat im Original. Ja, vielleicht kommt ja irgendwann noch mal eine Das kann sein. Softcover-Ausgabe oder so. Aber wahrscheinlich auch nicht. Aber geiles Aber Artwork. es, ja, aber interessiert mich trotzdem nicht so. Ne, ich meine, Werther Delledera ist mit dran. Der macht ja hier Something is Killing the Children. Ist okay, aber ist jetzt so optisch auch nicht unbedingt der Mega-Knaller. Ich weiß jetzt nicht, was hier Gigi Radkavinago macht, Ich denke wie mal, der der macht so den drauf meisten ist. Kram. Also es ist vergleichbar mit, hast du Human Target gelesen? Ja. So ungefähr in die Richtung geht das. Ja, aber wenn ich mir das hier so angucke, ist das schon schrottiger. Weil, Ja, also, ja. Human Target war echt gut, weil das halt genauso wie die Nightwing-Bände von Infinite Frontier, wo das losging, ne? Also Tom Taylor. Das hatte halt diese IKEA-Anleitungsoptik teilweise, ne? So ein bisschen Aha. so. Und das fand ich richtig geil. Und Human Target hat halt so diesen Style von so 50er, 60er Werbetafeln. Ja, Ne? Greg Die Smallwood hat ja sind. versucht, so diesen Genau. alten Disney-Stil einzufangen. Und das fand ich cool. Und wenn ich das War hier es aber auch. sehe, dann ist das da ja schon meilenweit von entfernt. Ja, ich weiß Weil nicht, das. warum man jetzt genau das genommen hat, aber es ist schon ein hochwertiges Artwork. Also da sollte man sich jetzt nicht abschrecken lassen. Für Aber Batman-Fans, die sollten mal reingucken. ich habe aber keinen Plan von Dylan Ich Dog auch nicht. und. Ich wollte es auch nicht kaufen und dann hat mir Robert Forhell so ein bisschen Impressionen geschickt und dachte ich mir, da muss ich rein. Also, wer meint, dass ich das lesen soll, kann mir das gerne per Post zukommen lassen. Na, so ein Hardcover für 40 Ocken. Geil. Ja, das ist auch schon nicht mehr an der. Das ist so knapp die Grenze, wo Panini auch kein Rezensionsexemplar mehr raushaut. Ja, das ist ja eher so ein Deluxe-Ding, das kriegt man dann eh nicht. Aber würde ich halt auch eh nicht anfragen. Also. Nur das Limitierte für 49 € dann. Batman, City of Madness. Ey, sagt mir so total gar nichts. Von dem Kreativen, der auch Aquaman Andromeda, den Black Label Titel gemacht hat. Okay. Wirkt ein bisschen weiterentwickelt so, aber ich glaube, das muss man jetzt nicht unbedingt machen. Also, Monkey Fighting Robots sagen ein Meisterwerk. Ja, das glaube ich nicht. Also besonders, weil ich brauche dieses Cthulhu-Zeug halt nicht in Bezug auf Batman. Das ist Okay. eigentlich so das, was mich da Ja. am meisten gestört hat. Ja, diese Vermischung da weiß ich auch nicht unbedingt, ob man das haben muss. Aber das ist, den könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich da mal reingucke, zumindest. Wenn der im Comicladen liegt und dann vielleicht nochmal überlege. Ist aber auch, das ist sogar, ist das, ach, das ist ein Black Label Titel.
Ja, warum die den jetzt auch immer als Sammelband direkt raushauen und andere Sachen nicht, aber gut. Ich weiß auch nicht. Aber auch 164 Seiten und dann halt 25 mal 32. Also das ist ja das breite Format dann auch. Ach, schon krass. Mal Ja, ist ein gucken. Alpentitel im Original. Ja. Ja, dann wäre das vielleicht nochmal eine Überlegung wert, aber vermutlich werde ich da erstmal reinschauen. So, kostet dann auch 35 Euro. Der andere hatte nochmal 60 Seiten mehr. Batman First Night. Mit einem exklusiven Cover von Dan Jurgens. Yay. Das niemand haben will. Von dem ich jetzt ja du, durch die Dino Superman eine Menge gesehen habe. Ich wüsste auch nicht, warum man hier das reguläre Cover nicht haben wollen würde. Was Jo, schon ziemlich also nice ist. wenn es das ist, sieht ein bisschen aus wie so ein Katalogbild für Batman-Bettwäsche. Hier, weißt du, so Kopfkissen, Laken. Ja, du hast recht. Alles schön gut. Sieht auch so aus, als wenn er sich da gerade zudeckt. Ja. Weiß ich tatsächlich auch noch nicht so genau. Ah, saugeile Zeichnung. Frühe Batman-Jahre, Noir. Mal gucken. Also, dann nimm lieber tausendmal den als City of Madness. Ja, wenn dann wahrscheinlich dann eher beide, aber Oh, das ist. mal gucken. Also ich meine, so Black Label-Titel, die gehen ja eigentlich meistens. Aber wären dann halt auch drei Stück, ne? Ja. Die kosten dann wieder 16 Euro. Wisst ihr, das haben sie nicht als Sammelband, also keine Beschwerde von deiner Seite. Also ich verstehe es bloß nicht, deswegen. Ich Na. beschwere mich eigentlich über beide Seiten, weil ich die Einheitlichkeit nicht sehe. Ja. Hier haben wir dann den zweiten Band auch direkt nochmal wieder. Da sieht das Cover dann schon cooler aus. Ich finde halt die langen Ohren nicht so cool, aber gut. Ja, man Da, wollte ihn halt aber hier ins Golden Age versetzen, ne? die sind aber noch besser als die 90er Ohren. So, Nee, auf diesen ne, die Seuche und so, Classic. die. Voll geil. Voll geil. Schlimm, ganz schlimm. Dann kommt der dritte Band vom Gargoyle von Gotham. Der zieht sich ziemlich, ne? Also Der wurde auch verschoben. da kommt ja selten ein neuer Band. Da ist viel Boah, das Abstand hat. zwischen. Also, es sollte eigentlich nicht so sein, aber der ist bestimmt auch 3 Monate hinter dem eigentlichen Zeitplan. Ja. Da ist jetzt aber noch nicht bekannt, wie das sich auf den vierten auswirken wird. Ja. Grafischer Leckerbissen. Ich finde, Raphael Grampa finde ich an sich von den Zeichnungen her cool. Aber der passt für mich bei Batman nicht. Das hat mich bei dem Goldenen Kind schon gestört, hier mit Miller. Ja. Weil der, weißt du, diese runden Köpfe und alles, ne? Also für andere Titel wäre der schon ganz geil, aber irgendwie passt das für mich zu Ich hab's Batman ganz nicht. Und gern. deswegen habe ich mir den Gargoyle nämlich auch nicht geholt. Werde ich mir wahrscheinlich auch nicht nachholen. Ich gucke mir das ganz gerne an. Ich mag die Farbpalette, die er benutzt. Das passt dann auch Ja. total gut in das Gotham-Setting und ich mag es auch, wenn er da Gordon einarbeitet. Ich finde das schon schön. Ach, guck mal, ist ja Sequel. Es war ja das goldene Kind. Oh, goldene, ja. So, dann haben wir die neuen Deluxe-Bände mit dem dunklen Ritter. Eine Werbeseite, wo nochmal alles drin ist. Batman Catwoman als Deluxe-Edition, nochmal komplette. Kam ja auch als Einzelalben vorher, ne? Das waren, glaube ich, auch vier Bände oder so. Ja, mit je 3 US-Heften drin. Hier, One Bad Day haben wir da, ist auch rausgekommen. 660 Seiten, kostet dementsprechend auch 79 Euro. Schon eigentlich hätten sie schon mit Schutzumschlag und rundem Rücken machen können. Dann das Geheimnis von Red Hood. Den hatte ich sogar schon vorbestellt, aber dann hatte ich ja die Batman-Heftreihe geschossen, wo ja das mit drin ist hier. Und Batman die ersten Jahre, den habe ich mir tatsächlich geholt, weil ich habe nur Batman das erste Jahr. Und da ist ja auch das zweite und das dritte Jahr sind da ja auch noch mit drin. Und deswegen hatte ich mir den geholt, weil die habe ich so noch nicht gesehen, dass man die großartig kriegen würde. Das sind doch Gebraucht. Hitgebände, oder? Sonst. Weiß ich nicht, ist doch Glaubst du?
Gab es die nicht auch nochmal bei Panini? Boah, Jahr 3 und Jahr 2? Ich glaube Ja. nicht. Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ja, wenn das nur Hate-Gebände waren, dann eh nicht. Ne? Also dann macht das, hat das schon Sinn gemacht, dass ich den gekauft habe. Ja, und dann haben wir hier die alten Dinger, die aber keine Deluxe-Bände sind, die Anthologien. Die sehen zwar auch so aus, sind so groß, aber heißen nicht Deluxe-Band. Hush habe ich, die Joker War Saga habe ich auch. Dann Batman Erde 1 habe ich auch. Finde ich übrigens sehr schade, dass sie nicht als Deluxe auch nochmal Superman Erde 1 und Wonder Woman und Green Lantern bringen. Ich weiß gar nicht, gibt es. Titans. Gab's Flash Erde 1? Nee. Ne, Teen Titans gab es noch. Das war es, Teen glaube ich. Titans, okay. Ja, finde ich schade, weil die kriegt man ja auch so nicht mehr, so ohne weiteres. Fear State Saga habe ich als Hefte gehabt und dann haben wir noch den Todesfall in der Familie. Den habe ich mir nicht geholt. Ja, du bist ja mit deinen Heften, kriegst keine Deluxe-Hardcover-Bände. Nee. Außer es kommt da irgendwas, was es anders nicht gibt, aber sonst kaufe ich mir kein Hardcover. Ja. Wobei ich weiß nicht, ob du es auf Instagram gesehen hast. Hast du bestimmt. Ich habe eigentlich gedacht, da kommt irgendwie ein Kommentar oder so, dass ich mir den Death and Return of Superman Omnibus Das habe ich gesehen, ja. geholt hatte. Ja, bei Pascal. Ja. Pascals Comickiste. Weil ich war ja da, hätte ihn besucht, weil ich arbeite jetzt relativ in der Nähe. Und da bin ich dann halt auch mal einen Tag vorbeigefahren. Letzten Freitag. Und ich mache ja immer so, dass ich, wenn ich in einen Comicladen fahre, dann nehme ich meistens auch irgendwas mit und habe dann erstmal so geguckt und habe eigentlich nichts gefunden. Und dann, weil er hatte halt nur US-Sachen dort, die ich ja eigentlich nicht sammle, aber dann habe ich tatsächlich diesen fetten Band gesehen. Den hatte ich im Hall, hatte ich den noch nicht mit drinne, weil das ja nicht mehr August war. Es war ja schon September. Der kommt erst im nächsten Hall. Und da habe ich mir den mitgenommen, weil den hat er dann tatsächlich auch noch als Nick and Dent da gehabt. So dass ich Was da. bedeutet das? Nick and Dent, das sind. Kennst du keine Nick and Dent Sales immer bei Nee, ihm? kann ich nicht. Nee, das sind die, wenn da so kleine Macken dran sind. Ach so, okay. Oder. Mängelexemplare. Genau. Okay. Aber da ist halt so minimal unten was an der Ecke dran. Ne? Das siehst du halt nicht und schon gar nicht, wenn der im Regal steht. Er hat mir so ein paar Sachen gezeigt, die halt teilweise auch richtig scheiße aussahen. Boah, glaube Ne? ich. Aber da ist echt kaum was dran gewesen. Und ja, da macht er ja ab und zu. Bevor er umgezogen ist, hat er mal so ein Sale gemacht, um nochmal so ein paar Sachen loszuwerden. Ja, war ganz cool. Wir haben uns auch sehr nett unterhalten übrigens. Schönen Gruß an der Stelle. Sah auch sehr, sehr schön aus. Also ich, auch wenn ich selber keine Omnis kaufen würde, aber wenn man so eine Regalwand voller Omnibusse hat, dann ist das schon eindrucksvoll und sieht echt gut aus. Ja, wie beim Silas. Ja, vielleicht stelle ich jetzt auch um auf Omnibus und kaufe alles. Mach mal. Dauert nur 5 bis 6 Jahre, Stefan, alles gut. Ach, wenn ich jetzt. Warte mal, wir haben heute Dienstag. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob ich heute schon im Lotto gewonnen habe. Aber wenn, dann dauert das nicht mal so lange. Das ist ja dann, mache ich bis zum Wochenende klar dann. Ja. Naja, brauche ich erst ein Haus, wo ich die alle unterbringen kann. So, dann haben wir noch mehr Deluxe-Ausgaben. Hier Batman 3 Joker sind ja jetzt als Deluxe rausgekommen. Töte den Joker. Da habe ich aber hier auch die Alben. Ach, da sind auch Sachen bei, die haben einfach keinen Deluxe Harlequin. verdient. Ja, echt nicht. Ja, hier hinten nochmal so ein paar Dinger. Batman von Scott Snyder. Der Nightfall. Der Kult. Bernie Wrightson, mega gut. Sorry. Ja. Batman Ego. Batman Metal und Batman Death Metal. Ich dachte, die kriegt man schon gar nicht mehr. Oder zumindest Batman Metal. War der nicht schon ausverkauft? Da fragst du den Falschen. Vielleicht haben sie den nochmal nachgedruckt oder so.
So, dann haben wir den Batman Comic Adventskalender. Ich finde die Beschreibung so geil neben dem Bild. Perfekt für Batman-Fans zum Verschenken. So, Ja. okay, ich gebe jetzt einfach wie viel? 270 Euro aus oder so, 269 €, ja. um das Limitiert Ding auf irgendwie zu schenken. für 24 Hefte im wiederverschließbaren, im verschließbaren Schuber. Geil. Ach, nee. Aber es scheint Tatsächlich. sich ja bewährt zu haben aus dem letzten Jahr. Ich weiß es nicht, ob das so ist. Also, ganz im Ernst, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das funktioniert hat. Weil ich weiß, dass mein Comicladen eine Vorbestellung dafür hatte. Das ist schon krass. Also denjenigen würde ich gern sehen. Ja, der nimmt wohl alles mit, habe ich mir sagen Das lassen. ist Weil ein ich habe auch gefragt, Chain-Nerd-Kandidat. hab ich auch gefragt, so, was ist denn mit dem Mann nicht in Ordnung oder der Frau? Also, ist ja. Was stimmt denn da nicht? Das ist schon Jemand, krass. der vermutlich im Lotto gewonnen hat Wahrscheinlich. und nicht mehr weiß, wohin mit der Kohle. Der kauft sich dann Wahrscheinlich. so ein Ding. Ja, könnt ihr euch am 29.10. dann kaufen, verschenken oder schenken lassen. Das ist so geil, schenken lassen. Ein Adventskalender für 270 Euro. Ja, hier, komm, dieses Jahr gibt es mal keinen Schokoladenkalender von Windel. Papa, Papa, den hätte ich Diesmal gibt gern. es den Batman-Heftekalender. Ja, Weißt vor du allen noch, wie Dingen, viel der letzte gekostet hat? ich weiß nicht, auch so um den Dreh, glaube ich, 150 oder so, 250. Der war auch nicht so viel billiger. Ich habe bestimmt hier irgendwo die Ausgabe liegen, aber Ja, müsste ich ja. nachgucken. Ja, ist auf jeden Fall. Ach ja, Ich herrlich. weiß es nicht. Vor allen Dingen halt Ausgaben, die schon raus sind. Ne? Hier Night Terrors 1 bis 4. Ohne die Paperbacks und alles wieder so. Boah, stell mal vor, die würden da so unveröffentlichtes Zeug reinlegen. Irgendwelche Reihen, die halt Ja. noch nicht gekommen sind. Das wäre krass. Das wäre Ja, krass. oder so ein paar alte Sachen, weißt Auch cool, ja. Einfach so Jahrgänge. Dann würde ich es auch mitmachen du? als Deutschsammler. Aber nicht für 269 €. Auf keinen Fall. Ja, also ich meine, 24 Hefte, ne, sind trotzdem immer noch dann 11 € pro Heft, ne? Schmeckt. Plus halt den Pappkarton dazu dann. Ja, den lassen die sich sowieso gut bezahlen. So, dann. Das ist auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, warum? Was soll das? Das ist doch. Das ist mal so eine Story irgendwie in einem Paperback, ne? Die so als Zweitstory irgendwo mit drin war, so eine Weihnachtsgeschichte oder so, aber ein ganzes Paperback, ey. Silent Night. Das bekommt jetzt sogar eine zweite Volume. Stille Nacht, blutige Nacht. Ich finde, der kommt ein bisschen früh am 1.10. Ja, du musst ja vorher erst noch den Adventskalender Das stimmt. aufgemacht haben, ne? Das Bevor ist du, richtig. und das ist dann quasi der krönende Abschluss dann Ja, dazu. ja. Und weil du dann gut drauf bist, kaufst du dir auch die Hardcover-Version für 30 € dann. Oh, für so ein Ding. Stark. Also da, nee, das ist tatsächlich etwas, was ich definitiv nicht kaufen werde. Finde ich schon ein bisschen verrückt. Suicide Squad kommt wieder was. Kill Arkham Auf zu Asylum. spät. Das ist ja zum Videospiel, das super gefloppt ist. Ach so, aber kann man nicht als Heftreihe? Ah, das kann sein. Das kann sein, dass ihr es als Heft bekommen habt. Hier mit Bonus. Ja, ich meine, da kamen die 5 Hefte. Und jetzt nochmal dann der Paperback und Hardcover. Okay. Auch nochmal mit Bonuscodes fürs Spiel. Ja, Klar, ich meine, das das kam macht Sinn. damals. Ja. Sobald Codes dabei sind, dann kaufen die coolen Kids das hier. Ja, aber ist halt nicht Fortnite, ne? Das Und ist richtig. das Spiel war wohl, glaube ich, nicht so der Hammer, Ah, so habe ich wird mir das sagen schon lassen. Ich habe sein. es nicht gespielt. Ich habe es nicht gespielt und ja. Batman Ferne Welten von Jason Aaron. Ist das was Neues? Ja, Oder ist das. Okay. das ist seine erste Geschichte, seitdem er von Marvel rüberkam. Ja, Batman im All. Habe ich nicht geholt, hat mich nicht angesprochen. Batman im All ist halt ein bisschen schwierig, ne? Ja, ist halt So quatschig. mit der Justice League, ja. Ne? Weil dann die Leute dabei sind, die auch im All überleben können. Ja.
Aber Batman alleine. Ja, aber mal gucken, ich werde mal reinschauen. Also vielleicht schon etwas, was ich mir holen würde. Und dann haben wir hier Batman, die Abenteuer der Familie Wayne 2. Kann ich mich jetzt tatsächlich nicht an Band 1 erinnern? Ist eine Webtoon-Auskopplung, also ist auch nichts Tolles. Aber wann war denn Band 1? Ist, glaube ich, noch Also nicht so lang her. ich würde mich doch an den Namen hier erinnern. CRC Payne. Und mit Zeichnung von Starbite. Das ist Aber da doch steht irgendwie, das. dass das Eisner nominiert, also hat mich ein bisschen gewundert. Ja, verrückt. Ich hätte jetzt erst gedacht, das wäre von diesem Batman-Action-Ding irgendwie. Aber keine Ahnung. Aber für junge Leser. Ja. Das bin ich nicht. Also von daher werde ich das wahrscheinlich auch eher sein lassen. Ja, mach das mal lieber. Batman 89 Echoes kommt nochmal wieder was. Jo, Wen aber haben wir denn auch delayed da? in US. Also irgendwie ist das gerade nicht so stark, was da in Okay. den Staaten abgeht. Ein neues Kapitel im Burtonverse. Der Batman 89, der war ganz okay. Der hat ja quasi die Filmgeschichte weitergeführt, ne? Aber weiß ich nicht, ob ich den haben muss. Werde ich mal schauen. Ja, und dann haben wir hier. Dan Slott macht jetzt auch DC. Nee, das ist Kommt. alt. Aber es ist trotzdem Achso, mein das ist Highlight alt. in der Vorschau. Ja, steht hier nicht. Das ist von 2007, 2008, irgendwie so, Okay. schätze ich. Ja, steht hier auch komplett in deutscher Erstveröffentlichung. Ja, Highlight, sagst du? Ich meine, Dan Ja, Slott ist na. ja schon immer ganz gut, aber der ist meistens ja immer so ein bisschen lustiger unterwegs, ne? Was heißt Highlight? Ich würde eher sagen Geheimtipp. Ist jetzt auch kein Überflieger, aber es porträtiert eine ganz gute Zeit und besonders wenn man sich für das Arkham Asylum interessiert, dann ist das auf jeden Fall was. Hat so ein paar Ja. Charaktere, die man sonst nirgendwo sieht, das ist spannend. So wie Humpty Dumpty oder den Great White Shark. Das ist ganz nice. Ja. Ja, mal sehen. Da werde ich mal reinschauen. Also kann ich noch nicht garantieren, dass ich das kaufe, aber gucke ich mir mal an. Halte ich mal auf dem Schirm. So, kommt ja auch erst im Dezember. Ryan Sook, guter Künstler. So, Joker, Superman, Imperator, Joker. Tatsächlich ist aber auch älter, ne? Schon Das ist die erste Beast Panini aus. Superman-Heftreihe. Ah. Ach ja, dann habe ich die. Die mit 24 Ausgaben oder so. Ja, Hast du es dann drin? die habe ich dann. Dann brauche ich das nicht. Ja, das sind ja alles schon etwas ältere Nummern. Wobei ich auch bei Dino komme ich da teilweise echt ein bisschen durcheinander, ne? Weil da Wieso? liefen parallel Fünf rein. zwei Reihen, die Superman hießen und wovon eine dann irgendwann umbenannt wurde zu Superman, irgendwas Adventures of, keine Ahnung. Ja, so hieß die ursprünglich. Ja, die ist aber irgendwann ist eine Ja. umbenannt Aber worden das ist dann später mittendrin, erst aber so. gewesen, nach Aber Dino, also dann. das ist ganz komisch. Vielleicht steht da auch einfach Quatsch bei den, weil Könnte sein. es gibt zwei Superman-Reihen, irgendwie eine mit einer hohen Nummer und die andere, die liegt irgendwie so bei 100. Und Ja, die heißen aber beide Superman. ich Das weiß, ist was du meinst, aber diese Umbenennung von Adventures auf Superman zu Superman, die passiert ein bisschen genau, Adventures später. of. Ja, genau, da bin ich schon halb durch gewesen, durch Ja. die erste Dino-Reihe. Ja. Aber bevor ich die weiterlese, kann ich ja jetzt erstmal den Death and Return of Superman lesen, weil ist ja davor. Boah, macht doch Sinn. Ich habe den damals auch danach gelesen. Kam ja, oder man kam ja anders nicht gut ran im Deutschen und dann kamen diese dicken Megabände und waren gut. Ja, die Hefte muss ich jetzt auch nochmal zu Ende lesen. Ich bin jetzt bei Heft 50, also Ja, gut, beim du wurdest Zap. ja unfreiwillig gestoppt, ne? Ja, Da bisschen. konntest du jetzt nichts für. Da lese ich dann jetzt nochmal weiter. Ja, aber ich werde noch keine Videos dazu machen dann. Also kein Daily Superman, den wir jetzt auf absehbare Zeit erstmal nicht geben. Ne? Den täglichen Stress, den gebe ich mir nicht. Deswegen halt lieber hier so ab und zu mal so ein Video, als dass ich dann
da wirklich täglich irgendwas raushaue, weil das ist mir zu viel Arbeit dann an der Stelle. Ja, Swamp Thing 2 Deluxe Edition kommt auch. Sehr cool. Dann kann man, wenn man den Alan Moore hat, dann schon mal ganz gut durchlesen. Das ist ja die danach anschließt dann direkt, ne? Ja, ich war vorhin so ein bisschen verwundert, dass da doch nur 10 Hefte und ein Annual drin sind oder 11 Hefte und ein Annual. Ja, Da ist aber mir ein sind bisschen trotzdem mehr. 348 Seiten. Ja. Aber dir fehlen halt dann Das. trotzdem noch so Pi mal Daumen 90 Hefte und ein paar Annuals, um die Volume komplett zu machen. Ach so, da kommt hinterher noch. Ja, vielleicht Das machen sind sie. richtig viel. Vielleicht kommt ja dann die nächste Deluxe-Edition. In Das. USA sind die jetzt angekündigt, bin ich der Ja, Meinung. dann wird. Also, wenn die hier. Wie Panini immer so schön sagt, wenn die Verkäufe entsprechend sind, ne? Ja, ich glaube, da kannst du von ausgehen bei Swamp Die sind auf jeden Fall besser als bei Man-Thing wahrscheinlich. Thing. Ja. Aber ich habe tatsächlich nur den ersten Alan Moore. Da wollte ich mir die nächsten beiden auch noch holen, aber habe ich bisher auch noch nicht so hoch auf der Prioritätenliste gehabt, dass ich das schon gemacht hätte. Aber das kommt irgendwann nochmal. So, Batman Night Terrors Collector's Edition auch wieder für 250 Steine. Das ist, ich weiß nicht, ob der Kalender schlimmer ist oder das hier. In sechs edlen Hardcover-Bänden im eleganten Schuber. Weißt du, es gibt Geschichten, die haben es einfach nicht verdient, in so einer Auflage zu erscheinen. Den Anfang, den ich jetzt von Night Terrors gelesen habe, der hat mich auch jetzt nicht so umgerissen bis jetzt, ne? Du hast bestimmt die Heftreihe mit angelesen, oder? Also die Ja, Hauptreihe. ich habe das erste Heft, glaube ich, oder die ersten zwei Hefte und den ersten Sonderband dazu. Ja, und das ist also diese normale Hauptreihe ist halt so noch mit das Coolste davon. Klar gibt es Ausreißer, aber da ist so viel Trash einfach bei. Ich weiß nicht, wer das kaufen soll. Gibt es aber dann auch hier nochmal als Sammelband? Ja, das, was vorher nur in den Heften war, wahrscheinlich, ne? In Aber da ist den auch Heften. nur hier First Blood, Night Terrors 1 bis 4 und Night Terrors Night's So, End. okay. Ja, Ich das. denke mal, dass hier bei. Obwohl, sind da wahrscheinlich dann auch die sechs Hefte nur, oder? Nee, oben, das ist doch bestimmt alles, oder? Sechs Weiß ich Hardcover. nicht. Weil ja, Hey. sechs Hardcover würde halt den Nee, sechs das sind Heften nicht hier nur die entsprechen, Hefte. ne? Das Ding kostet 250 Euro. Ja! Du traust ja noch Hey! alles zu. Adventskalender. Warte mal, da steht doch was. Enthalten ist der Sammelband mit der Event Hauptreihe, die Hardcover-Version der drei Sonderbände und der Okay. Megaband. Lalalala. Das ist doch alles, oder? Ja, dann ist das alles, ja. Na gut, habe ich nichts gesagt. Ja, trotzdem eine Scheißveröffentlichung. Trotzdem auch zu teuer. Obwohl, warte mal, waren ja drei Sonderbände. Ah, ne, zu teuer. Ja, und hier hast du dann halt den Sammelband, wo dann wieder nur. Ich meine, sowas hätte man doch einfach dann schön so für 79 Euro als Omnibus rausbringen können. Ne? Ja, nach heutiger Preisgestaltung wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, aber Ja, gut, dann halt, ja. ne? So, und dann hast du jetzt, wenn du alles haben willst, na gut, kannst du dir halt die normalen noch kaufen oder halt hier für 249 oder ansonsten hast du Ja. wieder nur die Hauptstoryline. Ich Na weiß gut. nicht, inwieweit die da wieder eine Vorlage vom US-Markt brauchten. Also das Ding kenne ich nicht, aber ich achte da auch nicht drauf. Omnibus wird es wahrscheinlich noch nicht geben. Ja, nee. Naja, so, Batman Night Terrors, Albträume in Gotham. Das sind die Batman-Sachen. Also alles, was bisher nur in Heft kam, schmeißen sie jetzt auch nochmal in Hier sind Paperbacks. die Night Terrors Kapitel über Batman, Nightwing und Red Hood für 260 Seiten. Aber das müsste ja dann in den anderen Dingern auch schon drin sein, oder? Ja. Batman, Gut. Nightwing und Red Hood. Was mit Robin? Danke für nichts. Ja, aber Robin 1 bis 2 ist Ja, auch mit dabei. nur weil sie es unten Ja. schreiben, da lassen Ja, sie wer ihn ist voll denn? raus. Der war jetzt lange genug tot. Wer braucht Robin den Arsch? So, Flashpoint Beyond kommt nochmal als Sammeldings im Hardcover und Softcover. Da habe ich aber auch die Hefte.
Dark Crisis kommt nochmal im Sammelband. Und Batman Detective Comics und Batman Paperbacks, die neuen. Ja, dann haben wir. Achso, das ist hier die Sam Keith-Geschichte von 2006. Die habe ich nicht, die. Also das werde ich mir auch nicht holen. Der war mal sackteuer im Deutschen, DC Ja. Premium. Aber hier schmeißen die dann noch Arkham Asylum Madness dazu. Das war auch ein Einzelband damals. Ja, aber ich, also ich, Sam Keith mag ich an sich schon, Mich aber auch. irgendwie nicht an Batman und so was. Ne? Ich hab diesen Batman Lobo Hm. Band. Schwierig. Wobei ich fand The Max fand ich halt früher ganz geil. Den gab es ja auf MTV auch als Zeichentrickserie. Ja. Ja, und das fand ich richtig cool. Da habe ich auch fast alle US-Hefte Nice. dazu. Da fehlen so ein, zwei Ausgabenfilme. Ja, Sam Keith finde ich gut. Habe ich aber noch nicht nachgeguckt. Ja. So, die Zombie-Saga kommt auch nochmal als Deluxe-Edition. Das ist aber, glaube ich, dann. Oh doch, da scheint alles drin zu sein. 964 Seiten. Da sind die vier, fünf Reihen, die es da gab. Ja, kann Fünf, ja, alles fünf. sein. Ja, also fünf Bände waren das. Das Ja. müsste alles sein. Ja, die haben Unkillables, Dead Planet, Hope at World's End, War of the Undead Gods. Ja. Das sind die. Und Batman von Grant Morrison kommt auch nochmal als Omnibus jetzt oder Deluxe Edition, wie sie es nennen. 676 Seiten. Da guck hier 79 Euro, 676 Seiten. Das ist ja, dürfte ja bei den Night Terrors auch nicht mehr sein. Ja, nicht schlecht. Heftserie schwer zu bekommen. Da lohnt sich ein Reprint. Ja, habe ich ja. Gut, man hat wahrscheinlich mittlerweile viel in Collection-Bänden Wobei und ich so, aber. halt das jetzt halt auch komisch finde, weil sie ja erst die Batman Grant Morrison Sachen nochmal, diese Paperbacks nachgedruckt hatten. Ne, oder neu Okay. aufgelegt hatten. Und Auch jetzt kommt mit dann halt nochmal. Batman Ne, Inc. und sowas? nee, die nicht. Das waren halt hier Batman und Robin müssen sterben und so was. Die drei Dinger, die früher schon mal rausgekommen sind. Die hatten sie ja jetzt neu gemacht. Das ist natürlich nicht der komplette Run. Das waren. Was jetzt bisher kam. Genau. Ja. Ja, das war ja. Die gab es auch bei der Batman Graphic Novel Collection. Von daher hatte ich die schon gelesen, aber ich habe ja auch die komplette Heftreihe inzwischen. Von daher. Ja, bei Morrison ist sowieso ein bisschen schwierig. Da war immer mal wieder für ein paar Ausgaben weg von der Reihe, heißt, man liest das recht fragmentiert. Da fällt eine Menge raus, was da eigentlich noch zwischen ist. Und ich glaube, die anderen Bände waren ja dann Batman und Robin und dann Batman Incorporated, die dann noch kommen. Ja. Und da ist auch immer ein bisschen zeitlicher Versatz zwischen. Also daneben fehlt eigentlich immer ziemlich viel so kontextuell, aber ja, gut. Grant Morrison wird Ja, mögen. hier sind auch fünf Ausgaben irgendwie, die nicht mit drin sind Ja. dazwischen. Ich weiß nicht, von wem die dann waren. Da wird viel geschlabbert. Ja. Ja, und Hefte 30 und 47 der Serie 52. Ja, Ah, okay. ich glaube, das sind nur so kleine 52. Origin-Snippets, Ja. also so Einseiter. Ja, gut, brauche ich jedenfalls. Aber wenn ich ja jetzt natürlich dann auf Omnibus umsteige, Dann brauchst du den? Ja. dann müsste ich die drei dann kaufen. Aber das wird auf jeden Fall teurer als was ich für die Hefte bezahlt habe. Heftserie immer Deutlich. cooler. Hast du immer mehr Zeug Ja. dabei, in dem Fall. So, jetzt kommen wir hier zu Marvel und Bloodhunt. Yay. So, da kommen ja, gibt's ja hier die Splatter-Ausgabe. Oh, ja, Gott. Da haben sich wieder was ausgedacht, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Da liegen doch bei den US-Dingern liegen noch so Balken drüber, glaube ich, ne? Weil Ja, die haben das dann gibt's irgendwas. im Polybag erstmal, so eine Red Band-Ausgabe, kostet $1 mehr. Und dann hast du zwei, drei, vier, fünf Panel maximal, die sich dann unterscheiden vom normalen Heft.
Ich bin ja mal nicht der Meinung, dass da sonst zensiert ist oder sowas. Es ist einfach ein bisschen abgewandelt. Von daher hast du ein Variant, was sich nicht nur aufs Cover bezieht, sondern auf dem Band. Ich weiß nicht, wie gut sowas in Deutschland funktioniert. Das wird Panini Okay. jetzt ausprobieren. Ja, wir werden sehen. Also die Splatter-Ausgabe ist 1 € teurer. Ja, Das genau wie geht US. noch. Wobei hier auch Splatter-Ausgaben Variant-Cover gibt, ne? Oder Comic-Con Stuttgart gibt es ein exklusives für 12 € mit dem Wrap-Around-Variant. Geil. Ja. Es gibt echt Mal schöne gucken. Wraparounds, aber das gehört nicht dazu. Das ist ja quasi das Bild hier, ne? Ja, ist doch scheiße. Ja, komm, für ein Cover. Ja, mal gucken. Also da könnte ich mir aber tatsächlich vorstellen, wenn inhaltlich auch was anders ist, ne, wenn da richtig Blut fließt und wenn da vielleicht, wenn man das so zuklappt und da läuft unten Blut raus, dann bin ich dabei. Ja, kann ich mir aber vorstellen. Wobei, es ist ein Marvel-Event. Von daher bin ich da wahrscheinlich sowieso nicht dabei. Das werde ich dann nicht kaufen, weil es mich dann gar nicht interessiert. Weil das ist ja eigentlich vom Prinzip her ist es ja auch wieder so eine, was ist das, Zombie oder Vampire? Vampire. Also ich kann schon mal Ja. so viel sagen, ohne zu spoilern. Das, was da gesplattert wird an Charakteren, die haben ihre eigenen laufenden Reihen und da passiert nicht so wirklich viel. Größtenteils. Das ist doch sowieso dann halt ab vom Kanon, ne? Also Eigentlich nicht. Das ist richtig in der Kontinuität drin. Und da passieren auch hinten raus Dinge, die werden wichtig für Reihen, die dann neu starten und so. Aber so naja, ganz. brauche ich nicht. Ich habe es auch ausgelassen. Gott sei Dank, ist ziemlich groß das Event. Ist das so? Wie Ja, ja. viel wird denn das? Boah, es hat richtig viele Tie-ins. Sind bestimmt zusammen, keine Ahnung, 60 US-Hefte oder so. Kommt dann bestimmt hier sowieso nicht alles. Nee, davon ist auszugehen. So, dann haben wir die Avengers, die ich nicht verfolge. Ich auch nicht. Wir haben die X-Men, die ich nicht verfolge. Ich auch Das nicht. große Finale. Ja, stimmt. Endlich das Ende von Krakoa. Da hat Hickman auch was gebaut, ey. Furchtbar. So, Deadpool 8 und 9 gibt ja wieder eine neue Serie tatsächlich. Ist ja, Gut glaube ich, überbrückt. US. Auch Heft 5 oder so kommt, glaube ich, schon, ne? Wir sind schon bei angekündigt ist Heft 9. Angekündigt, ja, aber jetzt aktuell raus. Glaube Sechs, ich, habe ich sieben, acht, gesehen, so, dass. ja. Tja, ja, ganz gut, dass es da weitergeht. Dann kann man. Guck mal, da machen sie halt nicht jedes Mal eine neue Nummer 1, ne? Obwohl es ja Die jetzt dann Serien sind doch schon. alle nur 10 Hefte lang. Jetzt dann halt schon die dritte Serie dann in der Ah, praktisch. Reihenfolge ist. Aber gut, ist jetzt nicht so schlimm. Das behalte ich dann im Abo, weil Deadpool ist halt so, ja, ein Ding, was ich dann mitnehme, ne? Ich hab's rausgeschmissen aus dem Abo. Ich weiß nicht, ich war davon genervt, dass eine kurze Serie nach der anderen kommt, die alle irgendwie nur so mäh sind. Irgendwann Ja, reicht's. jetzt dieses Zwischending war jetzt auch nicht so der Knaller, ne? Aber Ja. naja, mal gucken. Wenn es ja jetzt halt wieder eine laufende Reihe ist, dann wäre ich ja auch bei einer neuen Nummer 1 eingestiegen. Ne? Also von daher. Und die Nerd-Initiative, die sagt, ein erneuter Home Run. Ja, geil. Also da kann man doch dann wohl nicht meckern, ne? Oh Gott, dieser Gang Spike. War Finale. Oh, hier, ne? John Romita Ah. Jr. wieder. Oh, furchtbar. Der zeichnet zum Glück nicht alle Hefte mehr. Ah, viele Ne, noch. dabei. Ja, zu viele. Also das ist bei der aktuellen Ausgabe 25 hat er die zweite Hälfte gezeichnet. Aber die erste Hälfte sah wenigstens vernünftig aus. Wobei inhaltlich, solange Zeb Wells da dran bleibt, ich weiß nicht, das ist einfach nicht gut. Naja, er wird ja bald abgelöst. Ob es dann besser wird, ist eine andere Frage. Wird er? Ja, in Ja, 2 Monaten ist soweit. Dann kommt Joe Mann. Kelly. Okay. Joe Kelly. Von der Kelly Family. Der von Stefan Raab, genau der.
Ja, mal gucken. Also ist jetzt nicht so. Also Gang War. Ich meine, geht wieder in eine bisschen bessere Richtung als der Kram davor. Ne? Hier mit Dark Web und allem. Das war echt kappes. Aber so richtig gut ist es nicht. Achso, da gibt es Disney Variant Cover. Die brauche ich auf gar keinen Fall. Ich auch nicht. Symbiote Spider-Man 2099. Den werde ich ganz gewiss auslassen. Du hast auch Spider-Man, hast du ja vor geraumer Zeit komplett gekickt bei dir, ne? Das habe ich gekauft. Das hast du gekauft. Ja, Okay. weil ich in den Symbiote Spider-Man Sachen seit Reihe 1 dabei bin. Peter David schreibt das. Ja. Peter David hat den Aber Original 2099er geschrieben. Waren genug Gründe für mich. ja, also Symbiote Spider-Man, als die rauskamen, die fand ich auch echt gut. Ne, die haben, aber ich brauche halt kein Symbiote Spider-Man 2099, weil Glaube ich habe ich. die, ich hab die X-Men 2099 habe ich komplett, aber ich habe kein einziges Spider-Man 2099 Heft. Also ich wollte es auch erst nicht machen, trotz der Gründe. Und dann habe ich gesehen, dass dort Venom 2099 auch drin vorkommt. Man sieht es am Cover schon so ein bisschen, verschiedene Symbionten auch. Und das, ja doch, Ja. muss ich dann rein. Muss ich Ja, mal rein. ich hatte diese 2099er Bände, die raus waren ja zwei, glaube ich, wo halt die ganzen, wo der Venom 2099, Punisher 2099, die ganzen Dinger, die da waren, wo das wieder kam, wo Miguel O'Hara ja auch in die Gegenwart gekommen ist, Ja. ne? Und Ich finde das auch immer noch cooler als Thema. Ich mag das. das fand ich kacke. Ja, die Das hat Geschichten mir nicht sind gefallen. heutzutage echt scheiße, meistens. Aber ich mag den Ansatz immer noch gerne. Ja, dann Spider-Man, wahre Geschichte von Green Goblin von 1990 ist, nee, der Peter Ja, Parker nur das. Spider-Man, Minus der eins ist ist ja da mit immer so ein drin. Flashback-Origin-Heft gewesen. Ja, ist ein Aber Retro-Pick. Ne, ist von James ja. DeMatteis geschrieben, der schon so ein paar Sachen da abgerissen hat. Nee. Ja, die Zeiten sind vorbei von dem Herrn. Ja, tatsächlich. Das ist ja den da brauche ich auch nicht. Die Spekt Achso, da kommt jetzt die Spider-Man-Serie mit Miles und Peter. Weiß ich noch nicht, ob ich das haben muss. Kann ich dir überhaupt keinen Eindruck zu geben. Werde ich vielleicht mal in die erste Ausgabe reingucken. Aber ob ich das dauerhaft haben muss, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie viele es werden. Läuft noch. Wie viele Ausgaben läuft noch? Mal schauen. Vielleicht, wenn ich das dann gelesen habe, spiele ich dann auch mal endlich Spider-Man 2 weiter auf der PlayStation. Das ist doch so kurz. Ich habe nur den ersten Kampf gegen Sandman Ich da fand das gemacht. Und so geil. ja, ich bin. So wie ich jetzt momentan nicht lese, zieht mich Zocken auch wenig. Also das habe ich schon seit Jahren das Problem, dass ich Ich war richtig geflasht von dem Anfang. ja, nee. What if Venom, was wäre wenn? Ja, was denn? Ich auch ausgelassen. Was wäre was denn? Ja, verschiedene Helden bekommen den Symbionten. So, das gab's doch She-Hulk, alles schon. Doctor Das ist auch noch Strange, nicht. Moon Knight. Das ist doch nicht mal ein Was wäre wenn. Die haben doch alle schon Symbionten gehabt. Also das, ich meine, muss man sich ja nur mal den King in Black durchlesen, ne? Wie viele Wirbelsäulen da gesammelt werden von irgendwelchen Helden, die alle schon Symbionten hatten. Aber finde ich jetzt uninteressant. Marvel macht derzeit so viel, was einfach nicht bedeutend ist für das, was passieren sollte im Universum. Also ganz viel What If, Retro-Picks und das sind alles so abgeschlossene Sachen, auf die kannst du halt voll verzichten jedes Mal. Und deswegen erscheint auch sehr viel für mich, was ich einfach überhaupt nicht in Betracht ziehe. Ich finde aber auch, andersrum finde ich aber, dass nicht jeder Kappes und jede Serie sich auf das komplette Universum Ist auch auswirken sollte, weißt richtig. du? Dann, Stimmt. ne,
das dürfte gerne alles so schön getrennt von sich, Das, ne, ja. ablaufen, weil sonst hast du halt immer Lücken irgendwie, ne? Aber ich Und finde immer, dann brauchen solche Bände auch ein bisschen was an Qualität. Und das fehlt oftmals einfach. ja, okay. Ja, weiß ich noch nicht, ob ich das hole. Oh, mit Purple Man. Ja, auch Das nicht ist so auch ein Retro-Pick interessant. unten. Ach so. Das ist hier die Fortsetzung von, wie hieß das, Lethal Protector und so. Steht ja hier tödlicher Ah ja, Beschützer. genau. Stimmt, da war doch auch zu Absolute Carnage gab es doch auch den Trennungsängste-Band. Oder hieß, glaube ich, auch so. Aber das war dann halt nicht Venom, sondern weil da waren doch die vier Symbionten, die Ja, die Familie du hast da sich recht. Ja. gesnackt haben. Ich Ja. meine, das hieß auch Trennungsängste. Ja, das hieß auch im US gleich. Ja. Separation Anxiety. Ja. Ja, und das hier ist jetzt halt, ich glaube, dritte Reihe in dieser Venom Retro Pick Linie. Ja. Ultimate Spider-Man. Da werde ich tatsächlich reingucken, auch Ja, wenn es von musst Hickman du. ist. Soll ja gut sein, habe ich gehört. Wobei ich da auch kaum noch drauf vertraue. Gerade wenn Hickman draufsteht. Mal gucken. Aber ich werde da mal reinschauen. Also das. Übrigens voll geil, da hat mir die Panini-Vorschau jetzt weitergeholfen. Also es gibt ja diese Anzugvarianten, die du da auch schon siehst, ne? Und Genau. im US gab es drei Varianten und halt das reguläre. Und ich kannte das, was hier gezeigt wird, nicht. Wo kommen die denn her? Zum Beispiel der Ben Reilly da oben, Scarlet Spider, der ist einfach der sechste Print, die sechste Auflage der Nummer 1 im US. Völlig an mir Ja. vorbeigegangen. Guck jetzt nochmal nach. Finde ich super stark, die Cover. Ja, ich sehe übrigens gerade, dass wir schon 1 Stunde und 11 Minuten aufgenommen haben Ach. und die Hälfte gerade geschafft, aber hinterher wird es ja schneller. Es gibt gute Watchtime, Stefan. Alles gut. Wenn ich schon selten ein Video bringe, kann es ruhig ein Oh. bisschen länger sein, ne? So, X-Men Fall of the House of X. Das schließt dann wahrscheinlich die Krakoa-Geschichte auch nochmal mit ab, oder? Oder ist Ja. das, ja, sind dann auch Mini-Reihen, ne? Zwei. Das sind halt so wie House of X, Powers of X dann, ne? Quasi so das Gegenstück dann dazu. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber ja, scheint so zu sein. Aber von unterschiedlichen Autoren. Also Gary Duggan macht es und Kieron. Achso, die machen ja auch die X-Men-Reihen, ne? Das ist ja, Duggan macht ja was sind das, die Furchtlosen? Und wie heißt die von Kieran Gillen? Ganz normal X-Men? Nee, die haben, glaube ich, auch Macht der irgendein. Immortal? Nee, macht er das? Ich weiß gar nicht mehr. Warte mal, hier waren noch die X-Men auch mit dabei. Furchtlosen? Was Nee, ist der ist das hier auch denn? mit, aber ich meine, die heißt anders, die Reihe, die er. Also das sind die X-Men ohne Titel im Original. Achso, ja, gut, die Also heißen. uns das Das zu. sind die Duggan X-Men hier, Ja. die Furchtlosen. Ich weiß jetzt gerade nicht, aber die Ich kamen, auch. glaube ich, auch nur als X-Men Paperback halt. irgendwie, ne? Ja. X-Men halt. Ja, dann haben wir X-Men 97, passend zur Serie, die ich noch nicht gesehen habe. Weil ich hab die alte, habe ich tatsächlich auch immer noch nicht ganz gesehen. Weil die Disney Plus immer noch nur auf Englisch hat. Oder in vielen Sprachen außer Deutsch. Was ich nicht verstehen kann, weil es gibt eine deutsche Synchro und ich weiß nicht, warum Disney daran nicht die Rechte hat. Was da schiefgelaufen ist. Keine Ahnung. Ja, das ist abgeschlossen. Wunderschönes Wort hier, Trickserie. Ja. Das werde ich aber wahrscheinlich auch auslassen. Wobei ich eigentlich so diese Retro-Dinger, die sie auch vor einer Weile gebracht hatten, die fand ich eigentlich auch ganz cool. Aber das ist mir jetzt zu sehr auf die Serie bezogen erstmal. Wobei das ja natürlich dann die X-Men sind, die ich früher halt gelesen habe, ne? Ja, klar. Hier so mit Gambit und allem. Bishop habe ich sogar diese goldenen Ausgaben von Gambit und die Externals und Bishop. Geiler Da Scheiß. gab es ja 4 Hefte und dann gab es die nochmal in diesem Sammelding mit goldenem Cover. Hier habe ich Echtes Gold. sogar. Ja, natürlich.
Das hat richtig 24 Karat ist gemischt. ein so ein Heft wiegt 16 Kilo. Ja, Waffe X-Men, Wolverine sammeln, das finde ich tatsächlich, obwohl ich Wolverine mag, interessiert mich das irgendwie nicht so wirklich. Verstehe Ist ich. auch wieder so, ist auch wieder so Zeitreise und Wolverine-Varianten, ja, nee, weiß ich nicht, ob ich das, eher nicht wahrscheinlich. Das sind Sachen, die kann ich aber jetzt guten Gewissens halt erstmal beiseite lassen, um nicht mehr Total. alles zu kaufen, da so Hättest du das früher vor. gekauft? Ja, möglicherweise schon. Okay. Ja, weil halt Wolverine draufsteht und Ja, gut, wär ich Rogue jetzt X, ne, und so. Marvel-Fanboy, würde ich es dann wahrscheinlich auch tun, so wie ich mich Ja, kenne. Wolverine kaufe ich halt schon ganz gerne. Ja, verstehe Ne, ich. hab ich auch hier den versus Predator und sowas, ne? Und Das soll ja auch ganz nice sein. ja, war okay. Der Burner war es nicht. Darf man vielleicht auch nicht Und erwarten bei so einem aber Crossover. Aber ich habe ist aber auch unterhaltsam, oder? hier dieses Helverine-Ding mit dem Ghost Rider, was ja auch raus ist, das habe ich gerade noch mal im Regal entdeckt. Das habe ich mir auch schon mal für heute Abend noch rausgelegt. Das werde ich gleich mal lesen. Ja, und Wolverine der Beste, da bleibe ich halt dran. X-Force ist auch schon neu. Da erzähle ich auch schon die ganze Zeit, dass ich da noch mal weitermachen will, aber bin ich noch nicht zugekommen. Also Finalausgabe. Ja, jetzt ist durch. Ja, mal gucken. Auch nur 13 €, schmaler Band. Ja, 100 Seiten ist 13 Euro schon ganz schön teuer für. Ist ja fast ein Heft. Ja. Ich habe genug Hefte, die 100 Ja, Seiten ich haben. auch. Ich war alle Superman-Specials von Dino haben 100 Seiten. Die von Ja, stimmt. 7,99 Mark bis hinterher 9,99 Mark gingen. Guck mal, ich habe jetzt ja hier alles ausgemistet vom deutschen Zeug. Ich hatte die, oder habe immer noch hinten jetzt die Deadpool-Reihe, die erste von Panini. Am Ende die Nummer 17, hatte 116 Seiten für irgendwie, ich glaube, 6 €. Das ist geil, ne? Schon. So, furchtlosen X-Men Paperback gibt's hier. Und dann haben wir Deadpool und Wolverine World War 3. Das kann ich mir schon vorstellen, dass ich mir das kaufe. Das sind auch nur 108 Seiten. Das ist also auch jetzt nicht unbedingt sehr dick mit drei Heften. Jesus Maria. Aber zumindest waren die Hefte wohl ein bisschen dicker. 13 Euro auch, ja. Aber das nehme ich wohl mit. Das kann man ja mal sich anschauen. Da ich den Film auch inzwischen gesehen habe. Dito. Ist ja auch Hit des Monats. Sollte man Ja. haben. Ja, dann. Ultra brutaler Spaß von der Comic Book Revolution. So, der unsterbliche Thor. Al Ewing. Ja, sehr zu Band empfehlen. 2. Für mich nicht. Saugeil geschrieben, saugeile Kritik an der Comicbranche, geil gezeichnet. Mag sein, aber ich habe es ja mit dem Kate's Tor versucht. Ne? Aber mich fuckt immer noch diese Schrift ab einfach. Da wirst du hier auch nicht glücklich. Ja, eben, genau. Und das ist halt schon so, was für mich richtig den Spaß rausnimmt, weil es richtig schlecht zu lesen ist irgendwie. Wobei ich halt den Jason Aaron Thor, die Deluxe-Bände, schon geil fand. Ne? Aber ich will mir das nicht weitergeben. Da habe ich mich einmal durch wertvolle Stories gequält und aber Cates hat mich dann auch nicht mehr gepackt. Das ist, da habe ich auch Ja. immer noch nicht alles gelesen und den Rest auch gar nicht mehr gekauft. So ein bisschen schwer, also man verliert leicht den Faden, sage ich mal so, wenn hier Thor und Loki in zwei Heften die ganze Zeit hin und her Ja. quatschen. Das ist ein bisschen anstrengend, aber wird eine richtig gute Reihe. Ist ja halt Mit ähnlich wie drauf. bei Wonder Woman, ne? Da machen sie es ja genauso sobald die da irgendwie auf Themyscira ist. Ist da ja genau die gleiche Katastrophe. Ja. Captain America 2 hat mich auch noch nie gezogen. Nichts von gesehen von der Reihe. Unbesiegbare Iron Man bin ich auch raus. Zumal, da ist ja, glaube ich, jetzt auch eine neue Reihe, glaube ich, ne? Ist In angekündigt, ja. US. Ist die nicht,
Also ich habe zumindest ein Cover gesehen mit John Romita Jr. bei Iron Man. Kann das sein? Kann sein, dass er eine Variant macht, aber die regulären sehen Ne? deutlich besser aus als John Romita. Okay, dann war es vielleicht ein Variant oder so, was sie gezeigt hatten. Das fand ich Iron auf jeden Man Fall. ist jetzt, also die Hälfte, also diese Reihe da eben, wo der dritte Band kommt, ist jetzt ein Opfer geworden von Fall of X, dass die X-Men abgeschlossen sind. Der war ja da dicht verknotet mit. Okay. Dementsprechend auch da neue Reihe. Ja, dann. Avengers, Twilight. Überall, wo Twilight draufsteht, bin ich auf jeden Fall raus. Es war Chip Zdarsky, aber ich bin gar nicht mehr so überzeugt von Chip Zdarsky, muss ich sagen. Ja, ich glaube, das geht nicht nur dir so. Der Glanz ist Weil, weg. das liegt bei mir hauptsächlich daran, dass ich inzwischen halt auch andere Sachen gelesen habe von den Figuren, die Chip Zdarsky gerade so gemacht hat. Und bei diesen anderen Sachen, die nicht von Chip Zdarsky waren, festgestellt habe, hey, warte mal, das hat ja schon mal 10 Jahre vorher jemand geschrieben, was Chip Zdarsky da so von sich gegeben hat. Na, und das ist mir jetzt nicht nur einmal passiert. Na, also, der Daredevil, der ist zwar gut, den er gemacht hat. Na, ich finde ihn auch immer noch gut, aber das Thema hat halt ein Brubaker vorher schon gemacht. Na, Meinst mit dem hier, Knast und so? ja, mit Knast und dass er nicht mehr will. Und Devil's Reign ist eigentlich auch nur eine etwas bessere Version von Shadowland. Ne? Dann hat er ja da seine Justice League, das letzte Gefecht da gemacht, was halt auch nur so ein Alamo-Szenario ist, wo es auch von Carpenter schon Filme zu gab, ne? Mit Assault on Precinct 13, ne? Solche Geschichten. Also eigentlich guckt er ziemlich viel ab. Und interpretiert das dann nochmal so ein bisschen neu. Wobei Spider-Man, die Geschichte meines Lebens, das Ding war schon gut. Schweigen. Ich habe keinen Kommentar. Ich habe gerade eben nur über seinen Batman nachgedacht und dachte mir, ja gut, den kriegt er auch nicht so ganz ins Laufen, hat jetzt genug Zeit Ja, gehabt. der Failsafe war jetzt auch erstmal nicht so, ne? Und Ja, was alle da haben sich danach halt kam. gefreut. Es kommt Chip Zdarsky an Batman, geiler Ja. Autor, Vorschusslorbeeren ohne Ende von Daredevil. Und jetzt nach 2 Jahren oder so kann man erstmal ein Resümee ziehen. So krass war es dann nicht. Das ist immer, wenn man zu gehypt ist, ne? Naja. So, Miles Morales, Spider-Man 3. Da bin ich tatsächlich nicht drin. Ich hatte es ja mit dem Saladin Ahmed vorher versucht, aber den fand ich ganz furchtbar. Und da habe ich jetzt auch noch nicht wieder reingeguckt. Venom Erbe des Königs 6, da habe ich nach dem vierten oder so habe ich auch aufgegeben. Weil ich. Ja, jetzt kommt noch Black Widow mit dem Venom-Symbionten. Nee, fand ich nicht gut bisher. So, Rache von Moon Knight. Ja, den nehme ich mit. Den Wie ersten, viel da ist da bin ich auch drin? noch aktuell. Vier. Vier Hefte. Ja, dann Ja, gibt es davon auch 100. nur 2 Bände. Ist das dann schon wieder abgeschlossen? Die ist mit 9 abgeschlossen, dann gibt es eine neue Nummer 1 vom selben Kreativteam. Okay. Ja. Gut. Ich meine, da bin ich noch aktuell, zumindest was die gekauften Sachen angeht. Gelesen habe ich es immer noch nicht so ganz. Aber ja. Moon Knight ist halt auch so ein Sammelding, wo ich dann halt das haben möchte, wie beim Punisher auch. Ne? Die meisten Sachen sind ja schon ganz gut. Daredevil Gang War. Das ist jetzt halt auch wieder was, wo. Jetzt gibt es halt bei Spider-Man diesen Gang War, der aber, glaube ich, sonst auch nirgendwo stattfindet hier in Deutschland. Zumindest habe ich ihn sonst nur bei Spider-Man gesehen. Du hast halt keine Figuren in den Miniserien, die gerade reintragen. Ne? Und dann kommt jetzt halt hier dieses Daredevil-Ding, wo ja Elektra dann noch Daredevil ist. Immer Und noch. da fehlt dir doch bestimmt einfach wieder komplett der Zusammenhang drumrum. Ja,
Kann sein. Elektra war jetzt noch nicht so präsent in der Daredevil-Reihe, die gerade läuft. Also sie ist halt nebenbei immer noch das, was sie am Ende des Zdarsky-Runs war, so ungefähr. Und sonst in Gang War hast du halt Miniserien wie Luke Cage, Shang-Chi, sowas. Das kann sie halt auch nur in so Einzelpaperbacks bringen, ne? Die haben halt nichts. Ja, die sind, ich meine, die sind ja zumindest, sind die bei Spider-Man aufgetaucht, weil da geht es ja dann halt auch, ich weiß nicht, wie wichtig oder so die Thematik dann da ist, dieses Superheldengesetz da von Fisk wieder abzuschaffen, ne, was er da gemacht hat. Ja, mal gucken, was das noch wird. Mich hat das voll geärgert. Also ich kaufe ja kein Spider-Man und da dachte ich dann, geil, das ist ja ein Ansatz wie Niemandsland. Man sieht selbst so eine Karte mit Distrikten, die aufgeteilt sind und die machen halt überhaupt gar nichts draus. Also Ja, Nonsens. gut, ich hab's jetzt halt in der Spider-Man-Heftreihe drin. Ja. Von daher werde ich das Ding dann wahrscheinlich auch mitnehmen, ne? So ergänzend. Ja, klar, Aber es ich, ist ein aber ich. Daredevil-Band, come on. Ja, aber gerade in dem Zusammenhang macht es halt für mich jetzt keinen Sinn, weil halt sonst ja nichts da ist. Und bis die mit den Omnibussen von Zdarsky so weit sind, das dauert ja auch nochmal 3 Jahre, Ja. bis wir dann da an der Stelle vielleicht sind, weißt du? Und dann. Ich finde auch da den Zusatz ziemlich geil. Eines der besten Gang War-Titans, dank der starken Hauptfigur, but why though? Ich denke mir, Ja, okay, eines der ja. besten Gang War Tie-ins, weil die anderen auch einfach gar nicht so gut sind. So, den Zeb Wells kriegen wir auch endlich als Paperback. Ah, vielleicht Cool. kaufe ich mir den auch noch zusätzlich Mach dann mal. für den Reread. Und den Omni. Ja, hinterher dann. Avengers Paperback, Deadpool Paperback, ja, brauche ich nicht, die lese ich nicht und da habe ich natürlich die Hefte. Aber wer da einsteigen möchte, kann dann rein. So, dann kommt 125 Euro für 892 Seiten. Meine Fresse, für einen Spider-Man-Titel. Oh. Ja, Spider-Man Collection, David Michelin und Eric Larson. Da verstehe ich halt auch nicht unbedingt, warum. Ja, gut, jetzt sind hier natürlich wieder noch andere Sachen mit drin, die nicht nur Amazing Spider-Man sind, aber sind dann halt wieder nur die Larson-Sachen. Na, das sind ja so die Geschichten, die bei Condor liefen. So zum Ende hin, ne? Oder Mitte bis Ende. Und das müsste doch eigentlich auch ganz regulär dann hinterher in der Spider-Man Classic Collection sein, wenn die Omnibusse irgendwann so weit sind. Wobei, das kann sich ja natürlich noch 12 Jahre ziehen, Ist weil wir sind. da nur Amazing Spider-Man erstmal drin? Ich meine ja, ich meine, da ist Okay. Amazing Spider-Man, also ja, müssten. Obwohl, ich meine, im ersten war natürlich auch hier Amazing Fantasy drin, ne, Ja. mit dem Erstauftritt. Ich habe Muss halt ich keine nachgucken, Ahnung, aber wann ich. die zweite Serie startet. Wird ja dann wahrscheinlich spektakulärer sein oder so. Ja, ich habe keinen Ball. Ja, damals gab es ja da alles. Das war ja. Ne, und ja, von daher weiß ich nicht, ob das so Sinn macht. Mal schauen, wie sie es machen. Aber ich meine, Classic Collection kommt natürlich nur einmal im Jahr. Ne, von daher nimmt man dann sowas natürlich auch nochmal mit. Weil ich halt denke, wenn die so weit gelaufen ist, dann wird das ja auch mit drin sein. Ne? Das Das dauert 287. aber ewig lang. Ja, aber guck mal, wir sind jetzt bei schon über Heft 100. Bei drei Ausgaben. Obwohl der Pascal hatte, ich glaube, Band 4 und 5 der US-Ausgabe. Und Band 5, das Ding war so dünn. Ne? Also, das war schon echt ziemlich krass, wie dünn das Teil war. Das war wirklich nur noch irgendwie. Heißt das Spider-Man Collection oder Amazing Spider-Man Collection? Im Original ist das, glaube ich, der Amazing Spider-Man. Okay, ja, ist dann halt die Tatsächlich. Frage, wie weit dann, das verstrickt sich ja irgendwann alles durch die ganzen Ja. Reihen, wie weit Warte man mal, das dann noch macht, ne? ich roll mal rüber. Ja, roll mal. Ich habe den dritten habe ich hier nämlich noch liegen. Ich habe das Bild schon Ja, gesehen das im Hall. Amazing Spider-Man 68 bis 104 ist da drin. Boah, so viel, krass.
Ja, aber es ist trotzdem nur noch zwei Drittel vom ersten. Für 125 Euro. Ja, bis Anfang der 70er. Warum bringen die das eigentlich nicht gleichzeitig für Batman? Batman kommt erstmal nichts in, also Classic zumindest nicht, ne? Also keine Ahnung, weiß nicht. Ja, gut, aber würde ich wahrscheinlich trotzdem mitnehmen. Weil man weiß ja, also bis dahin wird es ja dann nochmal drei, so 5 Jahre dauern, bis wir mit der Classic Collection soweit sind, ne? Also bis zu dem hier. Und das andere ist ja über 300. Ja. Aber da ist ja da, da haben sie sich ja auch immer so ein bisschen abgewechselt, ne? Da war dann Beckley noch mit dabei und dann hier zwischen denen war dann halt Todd McFarlane auch mit drin und ach ja, alles nicht so einfach. So, Silver Surfer Classic Collection Freiheit Voll geil. kommt. Da habe ich den ersten auch immer noch nicht, den wollte ich mir eigentlich noch ganz gerne holen. Was ist denn im ersten? Ach so, das. Nee, warte, was ist denn im ersten? Der erste ist, glaube ich, sind halt die ersten Hefte. Die erste Aber. Reihe, glaube ich, Also, du die hast doch den paar. dicken, also den Volume 1 Silver Surfer. Nee, den habe ich ja noch nicht, sage ich. Ach so, also den ganz alten, den 60er Jahre hast du noch nicht. Genau, den Ich wollte dachte ich mir jetzt. eigentlich noch Okay. holen. Nee, Okay. nee, den will ich mir schon die ganze Zeit immer noch mal holen, aber ich habe es dann halt nie gemacht, weil, ne, aber wollte ich schon noch mal tun. Nee, weil So, sonst und hätte ich mich da. gewundert, da hier die 1 bis 14 der 80er Reihe drin sind. Was soll da noch vor sein? Ja. Nee, nur die ganz alten Sachen dann halt. Ich weiß nicht, wann ist denn Silver Surfer gestartet? Seit wann gibt's den? 60er. Ja, ist doch auch so, als die Fantastischen Vier und so kamen, ne? Ja. Ja, eben. Ja, also das hier ist halt cool für Leute, die dann auf sowas wie Infinity Gauntlet und sowas stehen, weil dieser Cosmic Stuff da halt voll drauf hinarbeitet. Also besonders diese Silver Surfer-Reihe. Ja. Und das müssten ja dann halt auch die Sachen sein, die dann bei Condor auch in den Taschenbüchern und sowas liefen. Ja, die hatten hier gestartet mit Magazinformat damals. Oh. Alben gab es, glaube ich, auch ein paar damals. Ich weiß noch, ich Ja. hatte so übergroße Heftchen, Ja. Schlabberheftchen von, ja. Ja, es waren halt die Alben, die damals rauskamen. Die halt so Asterix-Größe haben, ne? Ja, genau. Ja, nicht nur Alben, auch richtig Heftchen mit Klammerung. Okay. Das war dann aber kein Kondor, ne? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Das muss dann, glaube ich, was. Also, Kondor hat ja die Hefte, die normalen, die Taschenbücher und diese Alben gebracht. Kann ich dir nicht Da mehr sagen. gab es dann halt diese Marvel, die hießen, glaube ich, auch Marvel-exklusiv oder so. Doch, ich In glaube, das war Condor. Gold gab es Ja. die, Spider-Man gab es halt die großen, die waren dann immer weiß. Ja, die hatten auch so einen bestimmten Titel. Da waren auch noch andere Titel in der Reihe drin. Ich glaube, das war so eine Anthologie-Reihe. Ja, das war, da war jedes Heft war was anderes. Aber Da nicht war im dann. T-Shirt oder Album. Also die Surfer jetzt. Ach Aber so. ich weiß, welche Ja, Reihe du aber ich. meinst. Aber, also bei den Alben war auf jeden Fall auch Silver Surfer mit dabei. Da hatte ich nämlich damals welche. Und da hatte ich auch Conan, hatten sie da mit drinne. Ich weiß nicht, was da noch alles Sind noch so ein, war. zwei losgelöste Sachen so außerhalb dieser Reihe damals rauskommen vom Surfer, die waren da, glaube ich, auch in so einem Prestige-Format dann oder Albumformat. Ja, mal gucken. Muss ich Ja. nochmal nachschauen. Ich weiß gar nicht, ob man den noch so kriegt, aber Bestimmt. bestimmt. Der war ja jetzt auch nicht so teuer und nicht so dick. Punisher Collection, Greg Rucka 2, da warte ich auch schon drauf, dass die kommt, weil den ersten habe ich ja, weil das war ja die Paperback-Reihe, die ich nicht hatte und die auch nicht so einfach zu bekommen ist. Ja. Deswegen war ich da sehr glücklich, dass die nochmal kam und damit ist ja auch durch. Und dann bin ich mit dem Punisher auch relativ komplett. Dann brauche ich noch so ein paar Exklusivsachen und 100% Marvel und sowas. Da fehlen mir noch so zwei, drei. Ja, aber fand ich eigentlich auch ganz gut. Aber ich habe jetzt gestern, vorgestern, habe ich diesen Ersatz-Punisher da gelesen. Ja.
Also es war okay. Aha. Aber nicht das, was du willst. Es wäre für mich, glaube ich, auch besser gewesen, wenn das einfach Frank Castle gewesen wäre, weil das war vom Prinzip her eigentlich Frank Castle, ne? Da ist auch die Familie getötet worden. Der hatte auch eine Frau und zwei Kinder, ne? Eigentlich gleiche Story, nur dass er halt vorher für Shield irgendwie gearbeitet hat. Ja, und dann war so die ganze Zeit erstmal immer so, ah, die nennen mich hier den Punisher, dabei bin ich das gar nicht, bis er dann irgendwann drauf kommt, dass er das ist. Und ja, fand ich unnötig irgendwie, dass man da einen anderen für genommen hat und dann eigentlich genau das Gleiche macht, weißt du, so null Unterschied einfach. Dazu sieht er auch noch schlechter aus. Ja. Und dann taucht Jigsaw da auf, aber als Organisation. Okay. Ganz komisch, also habe ich nicht verstanden. Masterfreie. Must have. Braucht kein Mensch. Wolverine Origin haben wir. Avengers Kree Skrull Krieg. Hulk Tempus Fugit. Der Nicht. Sturm und Iron Man Dämon aus der Flasche. Die Alkoholreihe. Ja. So, dann haben wir noch den Contest of Champions. Und nicht als Must-Have, sondern Panini Kids. Marvel Superhero Adventures Spider-Man. Bist du da dabei, Auf jeden Fall Nico? nicht. Ach so, schade. Nee. Gut, dann können wir. Hier können wir auch drüber gucken. Guck mal hier, Origins. Das ist. Ja. Da hätten sie doch auch einfach Omnibusse rausbringen können zu allen Reihen. Ja, Anstatt so ein Collections Krampf. ziehen dann, glaube ich, noch ein bisschen besser bei der allgemeinen Bevölkerung. Mann, da ist eine Collection, die muss ich schon wieder kaufen. Ja, aber ist halt auch wieder so Panne, weißt du? Dann willst du halt nur einen Daredevil haben. Ne? Dann nimmst du den, dann hast du dann da Band 2 und Band 30 stehen irgendwie. Das ist auch. Und Spider-Man bräuchte man halt gar nicht, ne? Weil Ja. gibt's ja gerade die Classic Collection. Aber, ja, gut, gibt Das ja spricht, glaube ich, Leute. ein anderes Publikum an. Ja. Leute, die keine Ahnung haben. Ja, muss man ja so sagen. So. Dann sind wir jetzt bei anderen Sachen. Da sind wir durch mit Marvel und DC nach nur einer Stunde 37 Minuten. Kann jetzt auch gerade ein bisschen kürzer sein, weil ich was rausschneiden musste. Stimmt. Am liebsten mag ich Monster 2, habe ich den ersten nicht gelesen. Die lang ersehnte Fortsetzung. Das stimmt, glaube ich, sogar mal, was die da schreiben. Dass das lang ersehnt ist, Ja, ich ich weiß glaube nicht, schon. hast du den ersten gelesen? Kennst du Nee, den aber alle oder? schwärmen da ja von in Ach so, unserer ja. Bubble. Ist das so? Ja, total. Ja. Also ich meine, ist auf jeden Fall, was einem schon begegnet ist, ne? Aber hat mich jetzt nie so wirklich angesprochen. Was mich angesprochen hat, war Scott Pilgrim. Weil ich Riesenfan von dem Film bin. Die Serie fand ich jetzt so. Und habe auch jetzt die ersten beiden Bände schon. Also fand es gut, dass die neu aufgelegt haben. Weil dann brauchte ich mir die alte Reihe nicht holen und finde ich schon richtig gut tatsächlich. Weil das so auch so das Nerd-Sein so ein bisschen sehr anspricht, ne? Okay. Mit der Gaming-Thematik und allem fand ich schon richtig gut. Und natürlich der Film hat dem Comic gegenüber noch den Vorteil, dass er einen Mega-Soundtrack hat. Ja. Aber der Comic ist auch gut. Von daher sind ja sechs Ausgaben, glaube ich, und Geht ja. dann bin ich da natürlich dabei und die kommen jetzt relativ zügig auch raus, also von daher alles gut. Alle 2 Monate, glaube ich, oder so. Solide. Ja, Star Wars bin ich völlig raus. Lando und Lobot. Dark Droid, Star Wars Event, groß. Wundert mich ein bisschen, dass ich keinen Banner hier auf dem Cover haben. Aber ist Hit des Monats. Ja, klar. So, Mace Windu haben wir da, Obi-Wan Kenobi. Steckst du da drin? Liest du die Star Wars Sachen oder? Habe ich mich genau wie Spider-Man vor anderthalb, 2 Jährchen von verabschiedet. Hat jetzt nur noch mal Dark Droids mitgenommen als Event, weil ich die Droiden einfach feier so.
und dachte mir, als Event vielleicht losgelöst ganz cool, war dann aber sofort wieder raus und jetzt haben die auch die derzeitige Ära einmal dicht gemacht und schlagen das neue Chapter auf. Achso. Ja, hier Darth Vader Deluxe gibt es einen neuen. Achso, das ist die Heftreihe, Jango Fett bringen sie in den Heften. Ist auch eine Mini. ja. Okay. Thrawn auch. Ist ja alles sehr durcheinander dann, ne? Ja. Ja, Conan der Barbar 3. Da muss ich den ersten noch von lesen. Ich glaube, der zweite ist auch schon raus. Den müsste ich dann auch schon haben. Bin ich aber noch nicht zugekommen, das zu lesen. Aber Conan. Ich bin nur mal gespannt, inwiefern sie dann zum 12. Mal die gleichen Geschichten aufwärmen, nochmal irgendwie. Denn das passiert ja schon mal. Oder ob sie da auch komplett was Eigenes schreiben, jetzt wieder in der letzten Marvel-Reihe. Da gab es ja schon neue Geschichten. Aber wenn man sich die Omnibusse durchliest, ne? Und dann gibt es ja noch die Conan-Reihe vom Splitter Verlag, wo nochmal die Kurzgeschichten aufgelegt wurden. Da hat man dann so Sachen wie der, wie heißt der Turm? Ist es der Elefantenturm? Ich glaube. Hat man dann halt irgendwie schon echt 12 Mal gelesen, ne? Das ist dann immer wieder das Gleiche, aber. Ich meine Vielleicht aber, machen sie ja was Neues. Jim Zub soll das ziemlich liebevoll machen. Ja, liebevoll. Ja, Conan liebevoll geht aber leidenschaftlich. nicht. Mit viel Herzblut. Ja, genau. Ja, ja, den werde ich, denke ich mal, schon kaufen. Dann haben wir den Witcher Band 8. Da bin ich eigentlich auch soweit aktuell, sodass ich das weitermachen werde. Bin ich jetzt sogar fast endlich mit den Büchern durch. Als Hörbuch habe ich mir die jetzt endlich mal gegeben. Und das letzte ist schon echt brutal, muss ich sagen. Ja, aber das sind ja dann nochmal Geschichten, die davon weggehen, die halt nicht die Originale umsetzen. Dafür gibt es ja diese Hardcover-Teile, wo nochmal die Kurzgeschichten aus den Kurzgeschichtenbänden auch gemacht werden. Ja. Gut, aber hier gibt es neue Geschichten zum Witcher und mag ich auch immer noch. Spawn 135. Ja. Irgendwann. Ich muss halt mit der Collection da noch, mit der Origins Collection mal weitermachen. Aber Spawn war deins nicht, ne? Ich habe 50 deutsche Hefte gelesen. Dann war es das. Dann war's das, ja. Ja, hat gereicht. Also ich habe mittlerweile eine höhere Meinung als vor ein paar Jahren von Spawn, als ich nach irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Heften raus war. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt einsteigen müsste und komplettieren müsste. Okay. Ja, ich würde schon noch mal ganz gern weitermachen, aber es ist halt so eine der Sachen, die bisher immer wieder hinten rüber gefallen sind, weil die sind halt auch, das kostet halt auch ordentlich Ja. Geld dann, ne? Da sind schon so viele Ja. raus und es sind, ich habe die ersten 5 Bände und danach, also Band 7 oder so, ist ausverkauft. Weiß man auch nicht, ob der nachkommt und ist dann natürlich ein bisschen schwierig, musste ich dann mal gebraucht irgendwie schauen. Aber dann ausverkauft, wissen wir ja, dann gibt es sie wieder für 725 Euro irgendwo. Ne? Und dann, das möchte ich nicht. Also wenn ich noch mal was von Spawn kaufe, so als US-Reihe, dann eher Sam and Twitch, die losgelöste Reihe. Wobei Gunslinger Spawn fand ich ganz cool. Den habe ich damals Ja. nicht mehr erlebt, als ich ausgestiegen bin. Ja, nee, der ist ja neu. Das Aber ist eingeführt ja. wurde er schon früher, ne? Nee, der ist jetzt zu Na? diesem Spawn-Universum dazugekommen, als Ist dann. denn der Spawn, der so rund um die 100, boah, 70 oder so eingeführt wurde? War das nicht ganz länger? Nee, war dieser Medieval Spawn, dieser Nee, Ritter. den meine ich nicht. Oder war der schon früher? Ich mach schon mal Nee, weiter, ich stimmt, google mal kurz. den gab's schon mal früher. Ja, ich mach mal weiter, denn die Ja. Deluxe Collection 3 kommt und dann ist die Origins Collection, da müsste jetzt auch so langsam der letzte Band kommen, wenn er nicht schon raus ist. Cyberpunk 2077 müsste ich auch mal weiterspielen, tatsächlich. Oh, warte mal, sehe ich das gerade richtig?
ist der gleiche Autor wie beim Witcher. Ja. Hier Bartosz Er ist ja auch Stybor. dasselbe Entwicklerstudio. Also Stimmt, von denselben. macht total Sinn, ja. Es ist auch. Nee, anderer Zeichner, Erster okay. Auftritt Ganzdinger Spawn, Spawn 174. Kostet in Echt? High auch gerade mal $400 mittlerweile. Okay, so weit bin ich ja noch nicht. Ah, jetzt habe Bis ich gespoilert. 174. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber ich dachte, der wäre jetzt für dieses Universum dann. Weil dann gab es ja dann auch Kingsborn und die anderen Knüller da. Ja, Deswegen. Fan-Favorite haben sie deswegen wahrscheinlich mit reingenommen. Ja. Aber für, also da fand ich die Bände echt cool bisher. The Boys Pocket Edition. Ja, habe ich wie heißt die? Gnadenlos Edition habe ich ja. Das heißt, die brauche ich nicht. Ich sage ja, das ist mir zu klein, aber andere finden das voll in Ordnung. Von daher, jeder wie er mag. Und es ist halt mit 17 € ist man schon recht günstig Das dabei, ne? stimmt, ja. Mir fehlt die Mini, die da drin abgedruckt ist in der 4. Dieses Highland Lady. Das habe ich noch nicht. Ist das, das müsste aber, das ist aber inhaltsgleich mit Ja, der ich habe. Gnadenlos Edition, ne? Ja, aber ich habe ja nur die US-Hefte. Ach, du hast die US-Hefte, nur. Ja, nur. In dem Fall nur. Ich habe nicht den Brocken. Ja, dann hol dir die mal, ne? Ja, kommt Aber drauf an, halt. ich weiß gar nicht, was da war. Wahrscheinlich irgendein Rückblick oder sowas. Ja, Minis muss ich noch ein bisschen nachrüsten. Ach, ein Trip in die Heimat. Jui. Ja, da erfährt er. Genau, da erfährt er was über Butcher. Dann ist das die Geschichte. Weil dann, ich glaube, da trifft er dann auf Mallory. Der ja in den Comics vorher nur namentlich irgendwie auftaucht. Und der erzählt ihm dann da einiges. Also solltest du dir besorgen, ist total wichtig, auch für die Reihe. War das jetzt so unironisch? Nee, es ist schon wichtig. Okay. Es zeigt, warum Butcher so ist, wie er ist. Okay. Ja. Ist ja in der Serie ist das ja anders. Ne? Da ist ja. Dann bin ich mal gespannt, wie sie das am Ende auflösen, wenn die letzte Staffel kommt. Weil da sind die Motivationen ja durchaus unterschiedlich zu den Comics. Planet der Affen, hütet euch vor dem Planet der Affen. Das ist ja schon mal ein guter Titel. Bin ich aber raus. Und da kommt ein Highlight da unten. Da kommt auf jeden Fall ein Highlight. Vicious Circle, Teufelskreis 3 am 17.12. Da warte ich definitiv drauf. Fand ich auch richtig geil. Hast du es gelesen? Ich hab's nicht mal. Du hast es nicht mal. Nee, hat mich irgendwie nicht Juhu. Junge. so viel Bemerkos hier. Also ich meine, die Story für mich interessant, weil Zeitreisen auch mit drin sind, ne? Eine Rolle spielen, ist jetzt nicht so deep, ne? Ja, Grundsätzlich, das glaube ich. ist halt so eher so ein bisschen das Vehikel für Liebermecho, um da richtig Abzureißen. krass abzufeiern. Also das ist, was der da zeichnet, oder Ich sehe also auch schon, das ist warum man so. das Ding kauft. Ich hatte das auch in der Hand, als die 1 rauskam und dachte, boah, krass geil. Also die Cover, ne? Also die zeigen ja noch nichts von dem, was da. Also Stimmt. das ist so ein Fotorealismus, ne? So krass einfach. Also wirklich, davon bin ich überzeugt von dieser Reihe. Aber ist ja dann mit dem dritten auch schon zu Ende. Ja. Ja, also da hat Bermejo richtig reingerissen. Also das ist Hammer. Stranger Things interessiert mich nicht. Wusste ich auch gar nicht, dass da schon 9 Bände raus sind. Ich auch nicht. Guck mal, hier 100 €, 100 Seiten, 14 € Ja. schon. 100 € wäre auch gut, ja. 14 Seiten, €100. Die Adventskalender. Ja, genau. ja, Blade Runner Origins ist auch, glaube ich, relativ unnötig. Ich hatte den ersten Blade Runner, der da rauskam, dieser 2029er, also den habe ich mal gelesen. Pff, hat mich aber jetzt nicht so gepackt. Guck mal, da sind schon die Magazine, die keiner braucht. Bücher.
Mal Warcraft kommt auch immer noch was. Der lang ersehnte Band 4. Guck an. Könnte sogar sein, dass ich davon noch die alten Editionen von Heine oder so habe. Hinter den Kulissen von Arcane Yellowstone, das offizielle Dutton Ranch Kochbuch. Das ist auch so ein. Es gibt Leute, die kaufen das wahrscheinlich. Ne? Sonst würden die nicht so viele Kochbücher machen. Zu Ja, allem möglichen kein. Kack. Das ist also. Verstehe ich nicht. Aber gut, ich koche auch nicht so divers. Ich auch nicht. Offizielle Geschichte der FIFA-Fußballweltmeisterschaft. Damit braucht man mir auch nicht kommen. Und dann haben wir hier schon irgendwie was Manga-mäßiges. Achso, irgendein Buch dazu, okay. Star Wars Bücher. Zwergenzorn. Ja. Okay, dann Franke Riedfeld. Fantasy-Zeug. Dann kommen wir jetzt zu den Manga. As the Gods Will, Band 5. Da habe ich die ersten beiden gelesen. Ist eine ganz coole Reihe. Ist halt so Death Game-Zeug. Fand ich ganz nice. Ist so wohl eine der Inspirationen für Squid Game gewesen. Weil da halt auch ähnliche Spiele drin auftauchen. Nur dass es halt mehr so ein Horror-Manga ist. Ja, da bin ich irgendwie raus. Keine Ahnung. Thunder 3 auch nicht. Fenrir. Gott, kenne ich alles gar nicht. Hier habe ich erst Was gedacht, ist als ich das das denn? gesehen hatte, dass das die krasse neue Edition endlich ist, die sie da ankündigen Ja. von Berserk. Aber das ist nur der Berserk Max Band mit einem Ist das der Tarotkartenset. neue Berserk Max? Das ist der neue. Und auch Geil. die ultimative Edition Oh, ist auch aber schon da. Wo dann. 49 Euro, come Ja, weil halt die on. kackeligen Karten dabei sind, weißt du? Machen wir mal eine Variante. Ah, es gibt Variant-Cover jetzt zu der Max-Edition. Das ist ja was Neues, oder? Ein Tarot mit 78. Oh, ich glaube, das hole ich mir. Also ich habe die Berserk Max, deswegen, es passt für Ja, meine Sammlung. ich hab zum Glück die ultimative Edition. Von daher werde ich mir den natürlich dann holen mit dem Plastikumschlag. Boah, ist schon geil. Man muss deshalb nur 19 Euro bezahlen. Ich spare dir gegenüber dann 30 Euro. Aber ich weiß nicht, den wird es ja wahrscheinlich auch einzeln Ja, geben ohne die safe. Karten, ne? Dann kostet er wieder Das einen das Zehner wird oder ja. so. Ja, sind ja immer bei 10 Euro. Ah, Oder sind die auch teurer geworden inzwischen? ne, ich glaube nicht. Nee, ne? Aber ich glaube, so bekloppt bin ich dann mal, dass ich mir das ziehe. Und dann legst du dir die Tarotkarten. Nee, die bleiben schön sealed. Kannst du dann per Livestream, dann machst du statt Quiz, machst du Ja. dann, ich lege euch jetzt hier die Ey. Astro TV, Astro Die Nico. Leute Und dann. völlig hinters Licht führen mit meinen nicht Ja. vorhandenen Tarot-Skills. Ja. Ah, nee, du solltest mir deine US-Comics verkaufen. Hier Ja. steht's da, sonst stirbst du leider. Und schick mir bitte dein komplettes Geld. Ja. Ja, Lone Wolf and Cub, Band 11. Auch schon bald durch, bin ich aber auch immer noch nicht so aktuell. Ich bin bei Band 6, glaube ich. Also habe ich gerade mal die Hälfte, aber das werde ich mir noch. Oh, 39 Euro inzwischen. Okay, aber ist immer noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf jeden Fall eine gute Reihe. Pokémon, Magic, Ranking of Kings, Mushoku Tensei. Alles uninteressant. Was haben wir hier noch? Black Museum Springald. Gar nicht so schlecht aus. Token Anki Band 12, dann meine Güte. Da habe ich die ersten beiden gelesen. So, was haben wir hier noch? Sagt mir alles nix. Everything is fine. Da habe ich den ersten gelesen, der war ganz interessant. Sehr psycho. Werde ich mir den zweiten wahrscheinlich auch noch holen. Weiß nur nicht, wie weit das läuft. Ist das ein Manga? Das ist ein Webtoon, der ist in Okay. Farbe auch. Und von vorne nach hinten lesen.
Mich nur gewundert, weil das ist kein asiatischer Name. Nee, Also Mike Burchell. tatsächlich nicht. Also ich weiß nicht, warum der unter Panini Manga. Aber ist halt, ist so ein Webtoon, ne? Okay. Vom Prinzip her. Ja. Und dann sind wir durch und Hey. da gibt es nicht viele Kreuze zu machen diesmal. Die Comicsammlung für deine Hosentasche. Und Vienna Comic Con. Hello. Das war's. Ja. Nico, du, für dich war nichts dabei, ne? Weil du Doch, Berserk. das. Ach, Berserk, ja, stimmt. Ja, dann. Und die Tarotkarten. Eigentlich nur die Tarotkarten. Um mehr geht's mir doch nicht. Da Nee. gibt's bestimmt schönere Sets dann, die du so kaufen Kann kannst für sein. weniger Geld. Wäre halt cool, wenn die thematisch auch auf Berserk gemünzt sind. Ich weiß nicht, kam das da durch? Ja, es waren ja jetzt schon hier die Beispielbilder dabei. Was mache ich? Scroll mal hin. Hier, guck mal Ja, da. doch, okay, passt. Ne? Ja. Griffith. Griffith ist da mit dabei und Ja. also das kommt schon hin. Es wäre alles andere wäre jetzt auch echt dämlich, ne? Das wäre dämlich, ja. Ja, cool. Ja. Nur 1 Stunde 55 Minuten aufgenommen. Das ist doch gut. Ja, werde ich gleich mal noch vorne und hinten wegschneiden und das Stück in der Mitte. Ich wollte gerade sagen, da war doch noch was in der Mitte. Ja, und dann gucken, ob es heute noch online geht oder ob ihr, wenn ihr das jetzt schaut, ob das dann schon Mittwoch ist. Ich habe schon gesehen, André macht gerade schon live. Achso, ist auch nicht schlimm. Das kann mal passieren. Ich habe ein cooles Gerät gesehen, so ein Aufbau für einen Schreibtisch, wo ich dann oben die Kamera dran machen kann und dann so runterfilmen. Das wäre für Unboxings ganz gut. Und dann könnte ich natürlich auch immer schon schön die Printausgabe hier mir auf den Schreibtisch legen und dann Stimmt. ne, Ist eine Woche per später. Kamera dann kann ich dann schon 2 Wochen vorher, wenn die rauskommt. Gott sei Dank. Aber wenn mein Comicladen sie ja eh erstmal nicht kriegt, dann wird es eh schwierig. Ja, schön, dass du dabei warst und das hier über die ganze Zeit mit mir gemacht hast. Ja, gerne. Ich habe da Spaß dran. Ja, und heute auch Zeit hattest mal. Ja, hat echt gut gepasst, zufälligerweise. Ja, kam halt gut raus heute dann. Ne? Ja. Muss man so Ja. sagen, ja. Und ihr schreibt natürlich jetzt mal in die Kommentare, was Interessantes für euch dabei war, ne? Was ihr euch vorbestellen oder kaufen werdet. Und ansonsten würde ich sagen, Abo dalassen, Glocke klicken, ne? Damit ihr über die nächsten Videos informiert werdet. Kommentare und Daumen sehr gerne gesehen und wir sehen uns beim nächsten Auch beim Mal. Comic in. Genau. Ja, okay. Schaut auch mal bei Comic Inn vorbei. So ausnahmsweise. Ja. Immer diese Eigenwerbung, ganz schlimm. Ja. Weißt du, da lädst du die Leute ein und was machen sie? Nur Werbung für sich selbst. Das ist unfassbar. 2 Stunden sitzt man hier. Ja, kann ich ja zum Glück rausschneiden. Ja, genau, jeden Beitrag. Also heute mache ich Das ganz auch ein alleine die. bisschen. Ich nehme einfach gleich neu auf, dann geht's Ja. auch. Dann brauche ich nur eine halbe Stunde. Ja, ne? Daumen, gerne gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dann. Ciao.